paar Leute haben auch da schon geschrieben. Gucken wir mal sofort rein. Geil, okay. Jetzt machen wir noch lauter. Moment. Kannst du es mal ganz kurz sagen, Martin? Hallo, hallo. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Jetzt bist wir du... Wir sind heute bei Judge Brammen. So, nice. Okay. Erstmal vielen, vielen Dank, Anubis 4E, ja, für 5 Stufen 1 Subs. Wir sind mittlerweile bei 10.064. Yay, 10k. Alter Vater, ey. Frühsport mit Fitness, Chris. Richtig geil wäre eigentlich, wenn dann halt erst, also ne, wäre nicht richtig geil, aber irgendwie wäre Tom Strange halt erst so um, keine Ahnung, so um 15 Uhr erreicht werden würde. Dann sitzt er da die ganze Zeit. So, okay, Martin, bist du bereit? Hast du Bock? Ich hab Bock und ich bin bereit. Ich mach mal mein Handy auf Mute hier so. Keine Distractions so. Okay, also. Ich lehne mich einfach mal ganz entspannt zurück. Ach, deine Mutter macht beim Frühsport mit, Alter. Als wenn ich auch noch beim Frühsport mitmache. Ich popp den Chat noch kurz hier raus. So. Ach ja, genau. Also für den Bildschirm, da haben wir leider noch keine, da haben wir keine Instant-Möglichkeit. Wenn du einen haben willst, müsstest du morgen fahren. Was? Für deinen neuen Bildschirm. Ja, was war damit? Da haben wir leider keinen. Kein Problem, ich habe mir heute schon eingeholt. Weil, also ich habe 14 Uhr abgewartet und dann dachte ich mir, ah, okay, alles klar. Und dann bin ich los. Ich weiß auch Hummeln im Hintern, ich kann das nicht. Ja, ist auch, ich kann das ja auch verstehen. Du hast ja eh nur zwei. Wenn ich eh wieder mach's. Nur zwei. Ja, ganz ehrlich, ja. Mein Laptop hat mehr Bildschirme als du. Die First World Problems. Ja, das ist die krassen Probleme hier. Wir haben ja gerade eine richtig nice polnische Wurst. Ja, stimmt, ich muss die scheiß Perücke noch aufziehen, Moment. Glückwunsch. Für die zur polnischen Wurst. Ach. So. Immer wichtig. So. Ah, jetzt. So. Kann ich irgendwo das toggeln, dass der immer im Vordergrund ist, der Chat? Nee, ne? Dunkelmodus. Ach, perfekt. Ich habe alles, was ich brauche. So. So, was mit dem Anruf und Witze vorlesen? Alter, chill doch jetzt mal. Jetzt machen wir erst Judge Bram, Alter. Ich hab noch jetzt noch 10 Stunden. Ihr habt doch die ganze Nacht Zeit. Und es ist doch auch viel lustiger, wenn du Leute um 3 Uhr nachts anrufst und dann den Leuten. So nämlich. Außerdem mussten wir doch bei Jen darauf warten, dass die aus dem Kino zurückgesetzt, wenn die um 22.15 Uhr aus dem Kino raus ist. Das glaube ich auch nicht. Mein Gott, der Chat heute wirklich hart ungeduldig. Ihr habt auch Hummeln im Hintern. Ich kann das ja verstehen. So, los geht's. Ich Hallo, muss gleich noch lauter. Noch lauter? Ich habe dich gerade auf plus 7 gestellt, vor einer Sekunde. Also, okay, vielleicht müssen wir da noch kurz warten, aber es kamen gerade noch so ein paar rein, die meinten immer noch ein bisschen lauter, viel besser. Okay. Ich hoffe, ihr seid zufrieden jetzt. So, färbt Martin auch seinen Bart. Ja, ich bin der Meinung, dass Martin das auch tun sollte. Auf gar keinen Fall. Ja, bei 10.070 Subs. Wie wär's bei 100.000? Bei 100.000 Subs färbst du deinen Bart? Ja, bis 3 Uhr, ja. Also, wenn ihr bis 3 Uhr die 100.000 schafft, ey, dann färbe ich den aber real. Real. Okay, geil. Also, gebt euch Mühe. Ah, okay, also, hallo Judges. Ich möchte uns schon seit mindestens 3 Monaten nach einer Gehaltserhöhung fragen, aber habe ewig lange nicht genug Eier gehabt. Jetzt fühle ich mich dazu bereit, aber mein Arbeitgeber ist derzeit im Umbruch. Es wird einen Chefwechsel geben. Dadurch ist der Chef der sowieso schon sehr gestresst. Dazu kommt jetzt noch, dass eine Kollegin überraschenderweise kurzfristig ihre Stunden kürzen wird, dadurch eine Umverteilung der Arbeitsgebiete erfolgen muss, was das Kollegium nicht gut aufgefasst hat, weil die Kommunikation einfach mangelhaft war, was das angeht. Und quasi von heute auf morgen alles umgeändert werden muss, weil nicht rechtzeitig kommuniziert wurde. Außerdem sollte man nicht unerwähnt lassen, dass mein Chef nicht sehr entscheidungsfreudig ist. Ich fühle mich vom Kopf her jetzt bereit, dieses Gespräch zu führen. Hast du Gespräche und auch ist auch nicht das erste dieser Art. Ich habe das Gefühl, dass der Zeitpunkt jetzt nicht mehr passt. Aber auch nicht, dass ich nicht mehr länger warten sollte oder mich denken sollte. Was soll ich tun? Auf den Tisch kann. Ja, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass halt ein, dass egal ist, was da für Umstrukturierungen sind, sondern ich würde in dem Fall, also ich finde immer wichtig eine Wertigkeit.
dieses ganz typische, ich arbeite seit 10 Jahren im Betrieb, mache immer dasselbe, ist für mich kein echter Grund für eine Gehaltserhöhung. Aber dieses, ey, pass auf, Digga, ich kann jetzt mehr oder bring dir halt einen Mehrwert und deswegen möchte ich daran partizipieren, ist wiederum ein ziemlich guter Grund. Und wenn eine Aufgabenumverteilung passiert, dann bin ich der Meinung, hey Chef, ne, du machst da was anders und ich, I got your back und dafür gotst du meinen back. So. Es ist halt jetzt schön, wir haben jetzt halt so ein bisschen beide Perspektiven aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberperspektive. Ich bin da bei dir, so rein, ne, so Gehaltserhöhung, was heißt, da gibt es keinen festen Zeitpunkt für. Wenn man das Gefühl hat als Arbeitnehmer, jetzt ist der Punkt, wo ich mich auf Arbeit weiterentwickelt habe und der Meinung bin, dass das mehr entlohnt werden sollte, dann kann man das Gespräch da suchen, bin ich der Meinung. Ja, vor allen Dingen, wenn man halt in dem Fall auch... Und das kann nach einem Jahr sein, das kann nach 5 Jahren sein, das kann... Das kann auch nach 3 Monaten sein, also ja. Das ist halt egal, wenn da halt irgendwie, jetzt wenn da so die fette Umverteilung kommt und du auf einmal neue Arbeitsgebiete hast von heute auf morgen, die aber nicht, also die halt auch neues Wissen erfordern, wofür dich einarbeiten musst, so Geschichten, ja, und du dann dementsprechend qualifizierter bist, dann auf jeden Fall... Kann ja sogar sein, dass das sogar bei dieser Umstrukturierung, also egal wie stressig das jetzt ist und ein Chef, der nicht entscheidungsfreudig ist, ist auch ein bisschen weird. Aber gerade jetzt ist es eigentlich wichtig, sowas anzusprechen und zu sagen, hey, ne, ich merke das ja selber, hier gehen gerade Umstrukturierungen vor. Ich habe, also ist natürlich jetzt ne, wieder, wir können nur das nehmen, was wir haben, ja. Aber angenommen, du hast dich jetzt in den letzten 3 Jahren auf irgendein Gebiet spezialisiert, kannst du sagen, ey, ich bin jetzt da und da schneller, besser geworden, hab da einen besseren Überblick, dann würde ich das mit einbringen und vielleicht kriegst du dann einfach da auch einen größeren Bereich zugeteilt oder ne, ist ja, deswegen würde ich schon sagen, dass das kein schlechter Zeitpunkt ist. Würde ich auch sagen, weil der Chat gerade sagt so, ich finde aber, dass Loyalität und Konstanz auf einem Arbeitsplatz auch etwas wert ist. Naja, also 2 Dinge. A, kommt auf den Arbeitsplatz an. Ganz klassisch ist, die Wertigkeit des Arbeitsplatzes nach Ersetzbarkeit bemessen. So doof und so kühl es klingt, ist aber so. Deswegen gibt es halt Jobs, bei denen man wenig Geld verdient, weil die Ersetzbarkeit einfach ist. Und das ist ja keine Regel, die ich mir ausdenke oder ich wäre schön, wenn anders wäre, aber Fakt ist, es ist halt nicht so. So, und natürlich kann man das machen, aber Inflationsausgleich kannst du auch genauso erwähnen. Das ist halt eine Sache, die wir zum Beispiel auch machen. Wir haben ja zum Beispiel auch zusätzlich zu meiner Meinung nach letztem Jahr gute Gehaltssteigerungen. Auch diesen Inflationsausgleichsbonus haben wir jetzt, zahlen wir aus. Aber das ist trotzdem alles freiwillige Leistung. Ich kenne auch genug Arbeitgeber, die machen das nicht. Weil, warum sollte ich? Mich als Arbeitgeber trifft die Inflation ja auch. Also, da gibt es halt die und jene Perspektive drauf. Wie ersetzbar sind Pflegekräfte? Naja, aus der Metaebene nicht, aber aus der Sicht der einzelnen Klinik im Zweifel sehr und deswegen verdienen die nicht so viel. Ja, also das ist halt die Problematik. Die Problematik ist nicht die Realität oder die Utopie dahinter, sondern was der jeweilige Verantwortliche meint, wie einfach die Leute zu ersetzen sind und dass der jeweilige Einzelne dann bereit dafür zu bezahlen. Das kann man komplett anders sehen. Und ich verstehe, dass man das halt aus einer ideologischen Perspektive auch anders sehen sollte. Und ich weiß auch, dass Pflegekräfte zum Beispiel gut verdienen und die meisten Pflegekräfte gar nicht darüber meckern, selber zu wenig zu verdienen, sondern halt selber darüber meckern, dass es nicht genug weiteres Personal gibt. Ja, das sind ja auch noch so Geschichten. Aber nichtsdestotrotz ist das halt Utopie zu denken, dass jeder so denkt. Ja, also so ein bisschen diese Treue, die man sich erarbeitet, ist in manchen Bereichen vielleicht wichtig. Zum Beispiel, wenn du jemanden hast, wo du dort weißt, der ist die letzten 5 Jahre nicht krank gewesen. Ja. So, klar, das ist ein Bonus. Ist einfach so. Ich kenne das zum Beispiel bei meinem Vater auf Arbeit. Die kriegen am Ende des Jahres einen Bonus ausgezahlt, wenn die nicht krank gewesen sind. Das ist aber eine freiwillige Leistung. Das hat einen Bonus. Und wenn du halt 20, 30 Tage im Jahr krank warst, dann ist der Bonus halt weg. Und das wird dann halt, und dann gucken die halt auch. Aber im Grunde ist ja erstmal, jeder kann theoretisch alles lernen, also ist auch jeder irgendwie ersetzbar. Auf irgendeine, also. Ne? Ja, also. Ist ein weirder Bonus, ja, gebe ich auch. Ist ein weirder Bonus. Hab ich auch strange gefunden. Aber deswegen meine ich ja, dieser große Unterschied zwischen der moralischen Instanz und der Realität einfach. Ich meine, dass das alles nicht fair läuft, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Aber Fakt ist, du musst halt auch dann einfach jetzt zu deinem Chef gehen und sagen, pass auf, ich kann Sachen und das sind Sachen, an denen der wird dann versuchen, irgendwas zu sagen, wie, nee, mache ich nicht und sieht schlecht aus und bla bla bla. Und das kann auch sein, dass der nicht lügt, aber du musst selber feststellen, naja, ob das halt jetzt, wie wahr das halt ist. Und das finde ich doof. Genau, also das finde ich aber doof mit dem Bonus bei Martin. Finde ich auch doof. Wenn ich krank bin, bin ich krank, dann bleibe ich zu Hause. Aber das ist halt die Realität. Es geht ja nicht darum, Eben. hier zu Außerdem, sagen, weil wie alles sein sollte, das wissen wir alle. dir wird Sondern. ja, ich meine, dir wird ja auch nicht der Lohn gekürzt. Das ist ein Bonus. Der ist eh on top. Ja. So, und deswegen, also ich verstehe das auch, ich verstehe eure Perspektive. Ich habe es auch sehr, sehr strange gefunden. Und auch mein Vater, ne, weiß ich jetzt zum Beispiel, der war jetzt auch mal ein paar Tage zu Hause und sowas, weil was war. Und Danke, so. Mando. Deswegen, das ist halt einfach so. Aber das ist halt. Bonus ist halt Bonus. Ist eine Frechheit irgendwie. Ja, das stimmt, aber. Ja, absolut ist eine Frechheit, aber deswegen, es geht ja nicht darum, wie wir das alle gerne hätten, sondern es geht darum, ja, wie die Realität. Und die Realität ist, es gibt Jobs, wo du einen Bonus dafür bekommst, dass du nicht krank bist. Obwohl du ja nichts dafür kannst, dass du krank bist. Ja, also, Und es gibt halt Arbeitgeber, die sind besser und es gibt Arbeitgeber, die sind schlechter. Und im Zweifel gehen halt auch die Arbeitnehmer dann weg. Und das ist halt eine Frage, die man sich halt auch einfach stellen muss. Bin ich bereit, meiner Angestellten oder meinem Angestellten halt einen X-Bonus zu geben? Oder nehme ich die Kohle in die Hand und sage, okay, ist mir egal, aber ich hole mal einen neuen. So, und ab irgendeinem Punkt ist das halt, ja, das ist halt das, wo man sich dann trifft. Aber natürlich versuchen beide Seiten mehr für sich rauszuholen. Und ich glaube immer noch, dass die Arbeitnehmerschaft sich für zu schwach hält. Ich finde so, dass an dem Text merkt man das ganz gut. So, natürlich muss man nie mega dreist werden, klar. Aber ich finde halt, vernünftige Arbeit sollte auch vernünftig bezahlt werden. Das stimmt. Also ich meine, er hat zwar gesagt, das ist jetzt nichts Neues für ihn, aber ganz ehrlich, meine erste Gehaltsverhandlung war einfach katastrophal. Ich habe mir einfach eingeschissen. Ja. So, aber das kommt, denke ich, einfach mit Erfahrung und Lebensalter. Kommt dann Alter bei? Nee, ne? Nee, da stand jetzt kein Alter mit Einfach so, dabei. also Ja, einfach Happy einfach. so. Ja, also ich hoffe, da konnten wir dir helfen auf Fall Fragen. Why not? Haben wir nicht Verkannt. eigentlich Abstimmung und sowas eigentlich Ja, normalerweise? stimmt Ich bin dann. ganz irritiert. Wir haben Ja, jetzt schon Entschuldigung. voll das Resümee. Wir waren voll im Ja, Talking-Modus. das ist richtig. Okay, dann war das jetzt so einfach. Wir haben Ja, das war jetzt so, das war jetzt ja unseren. kein, das war auch kein Fall jetzt so, das war jetzt so eher so ein Rat, der an uns weißhalten Männer herangetragen worden ist, ja. Und Ja. das geht ja dann weiter. Okay, Fall 2. Nee, jetzt kommt Fall 1. Das gerade war so Ach so, das. Vorgeplänkel. Okay, warte, dann war das der Test. Ja. Test. Fall 1. Ich schreibe die Fälle auf, damit wir im Laufe unserer Gerichtsverhandlung hier vielleicht auf ältere Fälle verweisen können. Ja, ist immer wichtig. So, wenn ihr auch was haben wollt, schreibt mir bei Instagram oder bei Twitter. Einfach per DM. Gerade offen. Okay. Jetzt müssen wir das mit der Abstimmung im Kopf haben, das war ja schon. Ja. So. Okay. Bla, 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 bla. Okay, da ist nur so irgendein Bild. Da klicken wir mal nicht drauf. Ah, jemand schreibt gerade, magst du den Chat noch einblenden? Das sieht vielleicht fürs VOD gut aus. Das kann ich natürlich machen. In den Chat einblenden. Und zwar hier, da, da, Chat. So. Den Chat können wir den eigentlich auch. Nee, Moment. Richtig mega Platz für den Chat ist jetzt nicht. Nee, ne, wir haben eine zu große Präsenz. Also, wir können den ja.
Die Breite können wir auf, können wir so machen. Aber dass man vielleicht nachvollziehen kann, wenn Fragen, Unmut, Feedback kommt im Chat. So. Das ist okay. Und zack. Okay. Also. Okay, moin Bram. Ich muss noch was loswerden. Vor 5 Jahren hatte ich eine sehr gute Freundin, die im Rollstuhl saß. Sie wurde von ihrer Klasse und allgemein in der Schule nur SchülerInnen... Sie wurde von ihrer Klasse und allgemein in der Schule, in Klammern, nur SchülerInnen, SchülerInnen, gemobbt. Eines Tages wurde ich Zeuge davon, wie sie aus dem Rollstuhl geschmissen und ausgelacht wurde. Daraufhin habe ich die Mobber gepackt und verprügelt. War es richtig, die Mobber direkt zu verprügeln, oder hätte ich es sachlich angehen lassen sollen? Packe ich mir erstmal, ich bin verletzt, als ob ich eine Legends of Runeterra-Taste den ganzen Tag schon habe. Einmal. Was hast du? Eine Legends of Runeterra-Taste. Die ist einfach schwarz. Ja. Ah, jetzt sehe ich das Logo. Ah. Ich sehe einfach wieder um und dann denkt man, ich hätte eine schwarze Tasse. So, also, die Frage, die sich stellt, ist: Hätte man das Ganze sachlicher angehen sollen? Oder mal verprügeln, okay. So, Chat. Erstmal, wie immer, was denkt ihr? Verprügeln cool? Oder sachlich angehen? So, Umfrage Wakanda läuft. Von Schule war einfach die Rede, ne? Vor 5 Jahren Schule. Ja, vor 5 Jahren Schule und dann... Ich gebe mir einfach, sind einfach ein bisschen jünger auch. Ja. Einfach jetzt, also ich assume jetzt einfach mal ein Alter. Ja, das ist halt das Problem. Kann halt alles sein. Von 6 bis 18, wa? Ja, ne, ich... Kannst auch mit 40 noch eine Ausbildung machen und musst in die Schule. Auch schwierig. Das ist richtig. Aber ja, also ich irgendwas, aber... U20. Wahrscheinlich U20, ja. Also wer, ja. Hast du mitgekriegt, heute meine geilen Level 60 im Rotatus? Natürlich habe ich das gesehen. Stimmt, wir hatten ja geschrieben. Oh, ja, ist fucking schwer. Okay, wir haben Gewalt ist nie eine Lösung und über 68% sagen, verprügeln ist cool. Das ist aber viel. Nur 32 Leute sagen, sachlich angehen. Okay, wir machen dann jetzt natürlich hier die fette Vorhersage. Dann können die Leute nämlich geil wetten. Ja, und wie zwar, wir uns entscheiden werden, ja. Stimmt. Da war ja was. So, weil, ist ja immer wichtig, ne? Wir haben ja Glücksspiele, geile Menschen hier, die immer Bock haben. So. 68% der Leute finden Mobbing okay. wir äußern uns dazu, wenn abgestimmt worden ist. Es sachlich angehen, gemeint hat uns mein Mobber mit einem Sachbuch verprügelt. Nein. Ah ja. Okay. Schon gewonnen, das werdet ihr gleich herausfinden. So. Damit ist die Umfrage durch und 18% sagen, dass wir beide verprügeln das cool sagen würden und 82% der Leute sagen, sachlich lösen. Ja, möchtest du anfangen? Ich kann gerne anfangen, genau. Ich war ja auch mal jung. Ja. Also. Du bist noch jung. Ja, das, ja. Nein, du bist okay, also so U20 kann ich kann die Gefühle, die Emotionen schon verstehen. Und
Damals hätte ich mich wahrscheinlich in der Hitze der ganzen Sache vielleicht auch für Verprügeln entschieden, aber jetzt dadurch, dass ich alt und weise bin, Gewalt ist dafür keine Lösung. Stellt euch mal Martin vor, wenn er so in die Kamera guckt, aber der hätte nicht diesen krassen, buschigen Wikingerbart, sondern hätte so ein bisschen so einen feingliedigeren, so eher wie so ein japanischer Sensei-Meister oder so, ja, so in Grau. Der wird ja auch mega gut stehen. Also ich warte eigentlich nur darauf, dass ich grau werde. Ja, nee, aber du bist dann grau und hast dann, du weißt nicht, diese langen, wie so Meister Shifu aus Kung Fu Panda, mit so diese ganz langen weißen. Mega geil. Alter, das wär cool, ja. Richtig krass, man. Dann macht er einfach so geile Bewegungen und boxt einfach irgend so eine geile Pfirsichfrucht von so einem Ast. Eine geile Pfirsichfrucht. Ja, von einem Ast, weißt du, und verbindest das mit einer krassen Weisheit dabei. Ja, nicht ganz. Okay, ja, musste ich gerade dran denken. Und deswegen, also ich wäre, also wahrscheinlich, also das, wie gesagt, das war U20. Ich habe in meinen 20ern gelernt, dass man einfach solchen Leuten, also das ist halt, also zum einen nicht das unbedingt, was die wollen, aber das bringt halt nichts. Also im Endeffekt machst du dir selber nur Ärger, weil am Ende bist du der Gelackmeier und kriegst, egal was da war, aber du kriegst dann vielleicht einfach die Anzeige, wenn das mehrere waren. So, hey, so einfach. Ja, ob das falsch oder richtig ist, oder ob das, nee, was war ich geschrieben? Ob er sich hätte anders entscheiden sollen. Also er hat sie verprügelt. Ja. Würdest du sagen, verprügeln war okay, oder würdest du sagen, nee, Junge, er hätte es anders lösen müssen? Ich bin der Meinung, hätte man anders lösen müssen. Ja, also, da der Satz hier gesagt wird, eines Tages wurde ich Zeuge davon, wie sie aus dem Rollstuhl geschmissen wurde. Das ist für mich eine Akutsituation, weil ansonsten bin ich ja kein Zeuge. Akutsituation, das heißt, also du meinst voll drin, es Adrenalin. Vor meinen Augen, ja. Ja, genau. Und Ausdach wurde, daraufhin habe ich die Mobber gepackt und verprügelt. Und das fällt ganz ehrlich, das fällt dann für mich unter Notwehr. Und ich finde Verprügeln absolut okay. Weil da passiert vor Notwehr? Dir... Notwehr? Ja, da passiert... Also für sie, weil die ja, Person genau. Sich nicht selber wehren kann. Genau, weil da passiert vor meinen Augen, weil ansonsten kann ich ja kein Zeuge sein, diese Tat und... Dann, ich weiß nicht, ist halt nicht Notwehr, Nothilfe, nenn's wie du magst, ja. Und dann passiert auf jeden Fall vor mir diese Tat. Und dann finde ich das in Ordnung, den halt, die mit so viel physischer Kraft entgegenzustellen, dass die aufhören. Und auch wenn das darin endet, die auf den Boden zu schlagen. Das finde ich okay. Weil das akut vor mir passiert. Wenn meine Mutter das wäre oder meine Schwester oder so, und das würde passieren. Ja, okay, dann wäre ich auch. Aber okay, so, ja, nee, und doch. Dann liegt die auf einmal, die wird aus dem Rollstuhl rausgeschmissen und ich stehe davor, dann würde ich ja nicht nur einmal zutreten oder so, sondern ich würd meinen Punkt so klar machen, dass halt aufhört und sich der Gegner verzieht. Stimmt, ich hätte, glaube ich, ich habe mich gerade nicht richtig in die Situation versetzt. Ich dachte jetzt einfach so, ja, da wird, aber eigentlich hast du vollkommen recht. Nee, also deswegen mache ich mir den Punkt klar machen. Also, dass kein Zweifel daran besteht, dass wenn meine Mutter, Freundin oder halt Schwester oder wer auch immer weiter belästigt wird, dass ich hier zu den extremsten Mitteln greife, weil ich dann eine Sauerei finde. Und generell bin ich eigentlich dafür, eher zu reden, aber da es eine Akutsituation ist, da hinzugehen, die einmal zu schubsen, dann so zu tun, so hey, nach dem Motto, ja, kommst nicht mehr her oder so weiter, dann fangen die an zu lachen oder so, fühlen sich noch wie Halbstarke. Nein, du gehst da hin, haust dem Ersten komplett auf die Fresse, der vorne steht, hat Pech gehabt, damit du direkt ein Statement gesetzt hast, damit du auf jeden Fall zwischen dir, damit du als Wand stehst, mit einem Statement, was du gesetzt hast, du wirst als Gefahr angesehen, zwischen dem Aggressor und der Person, die zu verteidigen ist. Und ich sag nicht, dass das die rechtlich einwandfreie Methodik ist. Nee, das stimmt. Aber... Das heißt auch nicht, dass man, nicht nachtreten muss ohne Ende, ja. Aber dem Ersten, dem musst du so wehtun, dass die Gruppe versteht, wenn das jetzt weitergeht, dann ist richtig für gefährlich. Für alle Scheiße. Dann ist richtig, für alle Scheiße. Genau. So, sondern das muss so wehtun, so scheppern, dass das aufhört. Tatsächlich habe ich, weil ich habe den Aspekt der Notwehr gar nicht in den Raum gestellt, weil ich mir dachte so, also ich habe wahrscheinlich die Notwehr in dem Moment vielleicht auf
die Person gezogen, die im Rollstuhl sitzt, aber ne, das ist halt für die Person vielleicht auch einfach nicht möglich. Und das kann ja, dann ist das halt keine Notwehr mehr. Ja, dann ja, na doch, halt aber dann ist das nicht einfach Zivilcourage? Keine Ahnung. Wenn irgendjemand auf der Straße, muss ja nicht mal, in dem Fall war es halt eine gute Freundin, aber irgendjemand passiert das und du siehst das, dann gehst du doch dazwischen. Ja, genau, dann geht man, nennt sich notwendig, ist ja egal. Finde ich keinen guten Rat, ja, muss ja nicht. Also ich finde halt, weil ansonsten, was soll ich machen? Da stehen und Hilfe, Hilfe schreien, während halt die Person im Rollstuhl weiter verprügelt wird. Und gerade wenn ich die kenne, dann würde ich halt für die einstehen. Würde ich halt so tun. Und helfen ja, aber helfen, für mich ist, ich sehe keinen anderen Weg, dahin zu rennen und sagen, hör auf. Und da kennt man ja diese typischen Mobber, die machen dann weiter und so weiter. Du musst dieses Statement setzen und dem Ersten am besten möglichst die Nase brechen noch. Also, damit der nach hinten torkelt und sieht, alles klar, hier ist jetzt die rote Grenze überschritten. Und das könnt ihr anders sehen, aber so sehe ich das. Hier schreibt auch einer, so dazwischen gehen ist ja nicht gleich verprügeln, das stimmt. Aber ich kann, glaube ich, jetzt sehr schlecht einschätzen, was im Affekt passiert. Ja. Wenn die Emotionen hochkochen und da ist, also will ich nicht ausschließen. So, und ja. So explizit Nase brechen. Ja, nicht aber explizit Nase brechen, aber das kann halt sein, dass das passiert. Ja, klar. Also das ist halt eine Possibility. So, genau. Und da hinzugehen, sagen, hört doch jetzt mal auf oder so weiter. Ja gut, dann fangen die halt noch an zu schubsen, bla bla. Ganz ehrlich, nee. Da, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, da hingehen, die Person, die im Rollstuhl sitzt, kann dir eh nicht helfen, sondern du musst der helfen. Und da im Zweifel schubsen die aus dem Rollstuhl, treten noch auf die eine, dann gehe ich dahin, nein, hört auf. Bringt überhaupt nichts, ganz ehrlich. Ja, whatever. Da hingehen, im Ersten auf die Fresse hauen mit so viel Kraft, wie kann. Hoffentlich kippt der irgendwie noch um und dann hören die auf. Und dann bringst du da so ein so Momentum-Breaker da mit rein. So, das können ja halt anders sehen, aber so sehe ich das. Ich weiß halt nicht, wie man sonst helfen könnte, wenn da eh schon aggressive Leute stehen. Weil die sind ja auch nicht da so und stehen davor und sagen so, nein, ich möchte dich jetzt aber aus dem Rollstuhl schubsen. Lass aber vorher eine Diskussion darüber führen, ob das jetzt in Ordnung ist. Weißt du, und dann ja, das kannst du mit dem passieren. Erst noch eine Diskussion führen. Sondern du gehst halt dahin und die schubsen halt so eine Person, die nicht laufen kann, aus diesem Rollstuhl raus. Und dann soll ich halt einen auf moralische Instanz machen und sagen, also, das war jetzt aber nicht so cool. Das war ja. Aber nicht. Ja, sondern dann sage ich halt, okay, dann würde ich da wahrscheinlich einstehen. Vor allen Dingen, wenn ich die Person kenne. Das ist für mich ja, ich weiß, das ist vielleicht falsch, aber hm. Und das muss kein Nasenbruch sein. Ja, nee, aber das kann halt sein, dass das einer ist. Du musst halt so als Gefahr angesehen werden, damit die aufhören. Ja, das stimmt. So. Deswegen wäre mein Ding Bram, Polizei und Anzeige. Ja, kann ja sein. Also das, kann sein, dass ich nachträglich das, dann... Ja. Deswegen sage ich auch nicht, dass das hier rechtlich einwandfrei ist. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich sage nur, dass ich das halt komplett verstehen kann, wenn man dem dann im Akutfall dem voll auf die Fresse haut. Also das ist für... Du weißt ja nicht, ob es beim aus dem Rollstuhl... Also klar, das sind wieder, ne? Fragezeichen und wissen wir nicht, weil es steht nur da was, ne? Aber lass es so sein, dass es nicht beim aus dem Rollstuhl werfen bleibt. Weißt du ja auch nicht. Ne, also haben wir ja. Und dann wird es wiederum eine Sache, die auf die zukommt und dann das lieber zu unterbinden. Das kann ich schon verstehen. Deswegen, du hast mich überzeugt. Ich verstehe deinen Standpunkt eher als meinen ersten, den ich da gemacht habe. Okay, also wir entscheiden uns, verprügeln ist okay in dem Fall. Ja. Verprügeln ist cool. Also ja, kann auch sein, dass es eine Anzeige gibt, natürlich. Aber dann gibt es auch ja. Safe eine Gegenanzeige. Ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. So. Counter-Anzeige. Counter-Anzeige, ja, ist halt wirklich so. Nina, dankeschön für den Raid. Ein wunderschön. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet Bock und Spaß heute bei Seven Days to Die. Ich glaube, das habt ihr zumindest gespielt, wenn ich das richtig hatte. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Dankeschön. Wir haben gerade Judge Bram. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir per Twitter oder Instagram Fälle. Ja, und gehen wir weiter. Und zwar anonym. Nee. Hallo, ich bin Vanessa und ich stehe kurz vor meinem Abitur in der Fachoberschule, bin also in der 13. Klasse. Die Situation: In einigen Tagen steht bei uns die mündliche Englisch-Abiturprüfung an. Ich habe Legasthenie
und bekomme seit neuester Regelung einen 25%igen Zeitzuschlag bei meiner Vorbereitungszeit. Da wir drei Leute mit LRS, Legasthenie, in der Klasse sind, wurden wir gefragt, ob wir unsere Zeit annehmen oder darauf verzichten wollen. Zwei von uns verzichteten, inklusive mir, und einer entschied sich, diese anzunehmen. Daraufhin wurden wir alle in eine Gruppe gesteckt, da sich ja einer von uns für die Zeit entschieden hatte. Alle anderen der Klasse wurden random gedost und hatten also die Chance, mit jedem aus der Klasse in einer Gruppe zu sein. Weshalb ich der Meinung bin, trotz Verzicht auf meine Zeit aus der Menge ausgegrenzt worden zu sein. Ah, Frage, habe ich das Recht, mich ausgeschlossen zu fühlen oder mich angegriffen zu fühlen? Beziehungsweise sollte ich bei schlechter Note dieses anfechten oder nicht? Als ich mich beim Direktor beschwerte, wurde mir nur gesagt, dass man diese Regelung eingeführt hätte, damit Menschen mit Legasthenie LRS auch eine Chance auf eine gute Note haben, dass wir unter dem Level der anderen Mitschüler sind, was unser Englisch betrifft. Okay, dann heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, um das zusammenzufassen. Ja, weil ich hatte das nämlich, ich musste gerade nachfragen, ich habe da den Faden zwischendurch verloren. Vanessa ist in der 13. Klasse und hat die Abiturprüfung in Englisch. Genau, das habe ich. Hat Legasthenie. Genau. Und es geht um zwei andere Leute auch. Genau, und dafür gibt es 25%igen Zeitzuschlag. Sie und eine Kollegin oder Kollege, ist auch egal, ein Mitschüler, hat verzichtet auf diesen Zeitzuschlag. Die dritte hat gesagt, sie hätte sie gerne. Daraufhin sind aber alle LRS in dieselbe Gruppe gesteckt worden. In die ohne? In die mit. Ah. So. Und dadurch mussten die halt zusammenarbeiten. Weil hier steht, pass auf, alle anderen in der Klasse wurden random gelost und hatten also die Chance, mit jedem aus der Klasse zusammen zu sein. Ach, einfach nur, weil rein was halt die Zusammenarbeit, die Gruppe, die benachteiligt, was die Gruppenbildung angeht. Ja. Genau, du wurdest halt benachteiligt, weil du quasi deine Gruppe nicht random bekommen hast, sondern die. Und es hätten theoretisch bessere Schüler dabei sein können. Oh, wohl. Weil die vielleicht. Jeder halt, wa? Nee, vielleicht, also ja, jeder. Aber vielleicht halt, wenn du halt alle drei, die Legasthenie haben, in eine Gruppe tust, so, weiß ich nicht, kann das ja vielleicht für mehr Probleme sorgen, als wenn du mit zwei anderen Schülern in eine Gruppe gelost wirst. Weißt du, was ich meine? Ja, so, und jetzt die Frage, ob ich das halt, hat man ein Recht, sich ausgeschlossen oder angegriffen zu fühlen? Beziehungsweise sollte ich bei schlechter Note diese anfechten oder nicht? Okay, machen wir das erstmal in die Abstimmung. Okay. Ja, also, was nehmen wir? Sollte man die schlechte Note anfechten? Ich finde, wenn man die anfechtet, fühlt man sich halt automatisch auch angegriffen und dementsprechend inkludiert das. Ich habe leider nicht studiert oder weiter als die 10. Klasse gemacht. Ist Notenanfechten ein Ding? Keine Ahnung. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Note angefechtet. Ich auch nicht. Ich habe das immer einfach akzeptiert. Anfechten / angegriffen fühlen oder schlechte Note akzeptieren, ist so. So. So, und während ihr da kurz Tipi-Tipi macht, kann ich ja mal ganz kurz hier Mucki-Mucki machen. So. Noten anfechten wird immer mehr in Schulen, bin Lehrer. Stelle ich mir mega schwierig vor. Okay, 57% der Leute würden das anfechten / würden sich angegriffen fühlen. Und 44% der Leute würden das akzeptieren und sagen, das ist halt so. So, was glaubt ihr? Wie entscheiden wir? Anfechten, akzeptieren. So, bitte, jetzt dürft ihr wetten, ihr glücksspielsüchtigen Hunde. Interessant, was so im Chat geschrieben wird. Ja.
Okay. So. Erstmal vielen, vielen Dank an Falu für 5 Stufe 1 Subs. Und dann die vielen, vielen anderen, die auch mit drin sind. Okay, also. Tja, sagen wir so, wie es ist. Ja, also ich verstehe natürlich, dass du jetzt natürlich das Pech hast, mit 2 anderen LRS-Leuten in eine Gruppe zu kommen. Und das ist per se natürlich erstmal ein Nachteil. Anfechten würde ich aber nicht erst hinterher, sondern vorweg. Weil, ob ich, also allein schon mit der Begründung, hey, ich habe ja eine Note geschrieben und ich fechte vorweg die Prüfungsumstände an, dann kann ich nachher argumentieren, dass ich trotz widriger Prüfungsumstände gut performt habe. Und ohne halt, dass ich natürlich aufgrund schlechter Prüfungsumstände natürlich eine schlechte Note bekommen habe. Das finde ich besser, als nachträglich zu sagen, wenn es schlecht lief, dann fechte ich das an. Aber ich weiß natürlich nicht, wie Anfechten wirklich funktioniert, weil ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich war ein einziges Mal in einem Härtefallkomitee. Und das war halt so eine Art Verhandlung mit dem Lehrer. Mir fällt gerade was ein, es kann sein, ich habe sowas mal gemacht wie Anfechten, aber das hat sich nicht wie so, also ich habe nicht gedacht so, ey, ich fechte die Note jetzt an, weil ich gedacht habe so und so, also schon so ein bisschen, aber wir hatten eine Gruppenarbeit und wir wurden als Gruppe benotet und wir wurden auch zufällig zusammengelost und das waren halt richtig faule Hunde und ich, wie ich halt bin, bereite mich halt, ich weiß nicht, ich bereite mich sehr gut auf so Vorträge und sowas vor, das war halt vorne an der Tafel mit Tafelbild und der ganzen Shit. Und ich habe halt so 80% gemacht und wir haben eine schlechte Note bekommen und ich hab dann einfach vor der Klasse einfach gesagt, die Bobos da, die haben nichts gemacht und ich habe das und das und das und das gemacht und dann haben die nichts zu gesagt und da habe ich eine andere Note bekommen. Ich weiß nicht, ob das als Anfechten eine 4. und die eine 5. Ja. Nee, im Endeffekt habe ich, glaube ich, eine 2 bekommen und die eine 3- oder sowas. Ey, 3- wird nichts tun. Ja, aber weil, also, ja, das stimmt. Aber mir ging das halt megamäßig auf die Nüsse, dass das halt so gelaufen ist. Das verstehe ich. Ich weiß nicht, ob das Anfechten ist. Snitchen heißt das. Ey, bin ich stolz drauf, dann ist mir egal. Das ist aber. Das ist gut. Snitchen heißt das. Voll gut. Einfach ein 31er, ey, gar kein Problem. Ja. Ich bin mir selbst mein Einziger, auf den ich achten muss. Ja, das verstehe ich schon. Und deswegen, ich würde das, genauso wie du, würde ich das sehen, vorher was sagen. Vorher was sagen und nicht so nach dem Motto, okay, wir gucken, wie der Outcome ist, vielleicht wird's, vielleicht nicht oder sowas. Vorher sagen, okay, das halte ich für unfair, das finde ich nicht gut. Und wenn genug Zeit noch ist, ich weiß jetzt nicht, das ist ja eine aktuelle Frage, gehe ich mal von aus. Direkt was sagen. Ja, also meine ich aber nicht nur dem Direktor was sagen, sondern wirklich offiziell irgendwie was einreichen. Ja, also ich würde zu dem, also ich würde ja wahrscheinlich einen Klassenlehrer gehen, ich würde zum Klassenlehrer gehen, wenn da das Problem ist, gibt da bestimmt Möglichkeiten, beim Rektor sich vorzustellen und zu sagen, dass das nicht okay ist, dass das so läuft. Und ansonsten öffentlich machen. So nämlich. So, von also, treibt Martin die Ratte. Ja, gar kein Problem, ich lasse also, mich gerne judgen. Haben wir Anfechten. Ja, also vorher Anfechten. Ja. Ja. Aber wir akzeptieren das natürlich nicht. Das ist auch ein Problem, was ich hier so lese. Das wird genug Lehrer geben, die würde das einfach nicht interessieren. Das kann ich mir leider auch gut vorstellen. Gab es ja bei mir auch, gab genau, ne? Gibt's schon immer, gab's schon immer, wird's immer geben. Okay, Martin, hast du Bock auf eine romantische Frage? Ach, ich liebe romantische Fragen. Ja, also das ist romantisch, ja. Eher mit Drama und Herzschmerz. Es geht ums Bumsen. Nee, Drama und Herzschmerz. Oh, okay. Herzschmerz finde ich nicht so gut, aber ich kann gern meine 3, 4 Euro verlieren. Anonym. So, warte mal, was hatte ich jetzt anfechten? Sorry. Ja. Ja, ich muss mir das markieren. Ja, ist gut. Anonym von, wir nennen die Person Nudgetalk. Dankeschön für 28 Monate. Also. Hallo Judges. Ich bin seit ein paar Monaten in jemanden verliebt.
Und habt ihr es auch gesagt? Also die Person ist männlich. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber ich wollte halt eine Information geben. Alter wissen wir nicht. Und habe ich auch gesagt, bis dato ist es sehr eintönig und meist auch sehr viel von meiner Seite aus. Sie meinte auch, schon ein bisschen länger her, dass sie erst ein Bild von mir machen will, bevor sie was eingeht. Also mich treffen und so. Aber bis dato kam kein Treffen zustande, weil wir beide keine Zeit haben und auch nicht gerade nah aneinander leben. Jetzt meine Frage. Hoffnung machen, warten oder eher die Person fallen lassen? Ja, MC-Chat. Eure Meinung. Hoffen und warten. Person droppen wie eine Hot Potato. Nase frech. Mehr Infos gibt's nicht, nein. Das ist ein bisschen dünn, aber Chat, ihr könnt das. Oh Gott. Dropkick. Nein, Chat. Es geht um die Liebe. Ja, erst droppen, dann Nase brechen, dann Kieferscheibe ausrasten. Okay. Mein Gott. Statements setzen. Ja, Mann, dann weißt du, worauf du dich hier wieder eingelassen hast, wa? Mhm. Finde ich gut. Habe ich eine sehr, sehr ausgeprägte Meinung. Ja. Nee, auch so, hey. Wie zu alle. Bist du Dienstagabend da? Nee, Dienstagabend kann ich nicht. Jo, Mann, ich hab Bock auf das, Bram. Ja, komm mal ganz schnell. Ja, deswegen habe ich gefragt, wie lang, weil ich bin halt auch ein Lavasack. Und ich ja. Könnte das ewig machen. Ich habe es 8 Zeit, ne, möchte ich nur sagen. Ah, nee, das wird bei mir nicht klappen. Ich habe noch ein bisschen zu tun. Ist da kein Problem. Aber ich renne dann irgendwann alles. Okay, so, Person droppen haben 83% gesagt. So, Vorhersage starten. Wie entscheiden die werten, ehrvollen Richter? Dropkick. Hope and Love. Entscheidet. Wettet, wollte ich damit sagen. Wettet, ihr spielsüchtigen Narren. Martin muss morgen arbeiten, ja. Also, Leute, das ist auch gerade aktuell meine Arbeitszeit, ja? Ja. Yeah. Homeoffice regelt, ja. Ich kann morgen ausschlafen. Wenn du aufstehst, bin ich wahrscheinlich noch wach. Höchstwahrscheinlich. Aber egal, meine, nachher gibt's Captain of Industries. Oh Gott, nein, das kann ich nicht machen. Nein. Ich war gestern schon wieder viel zu lang. Wie lange hast du noch gemacht gestern? Dingens ist dann irgendwann gegangen. Ja. Aber ich habe bestimmt noch Stündchen oder so. Ja, guck mal, das ist ja doch okay. Also, ich bin ja um 12 Uhr bin ich ja schon gegangen. Ja. Wie oft haben wir schon bis 3 gemacht? Okay, stimmt. Ich bin, glaube ich, warte mal, ich kann das sogar nachgucken. Ah, ist ja auch egal. Um den Dreh, nee, warst vernünftig. Mir ist das nicht egal. Ja, du warst vernünftig. 0.35 Uhr oder so. Du warst never vernünftig. Okay, so. Also. So, was sagst du, Martin? Oder möchtest du kurz noch nachgucken? Ich guck gerade noch nach. Okay. Um 1.30 Uhr. Ja, guck mal, das ist doch voll easy. Ja, aber ich hätte noch länger können. Ja, das so oder so. Aber jetzt weiter zu unserem Fall hier. Ja. So. Also ich habe da, also für mich hört sich das, darf ich anfangen? Ja, darfst du gerne. Also für mich hört sich das einfach so an, dass wenn die, also so hart es ist, aber die Person scheint halt kein Interesse an dir zu haben. Das ist das, was ich denke, denn wenn du ihr die wirklich Gefühle gestehst, und auch wenn ihr weiter weg wohnt, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, das wird, wenn man älter ist, wird es einfacher, einfach zu sagen, hey, ich fahre jetzt halt einmal mal quer durch Deutschland. Aber in der Regel, wenn Gefühle erwidert werden, hat die Person auch Zeit für dich. Und nicht so ja, wir gucken mal und so, sondern wenn die Person genauso empfindet, dann findet die eine Möglichkeit, Zeit zu finden. Ja, da bin ich komplett bei Martin. Das heißt, die Sache, wenn man da Bock drauf hat auf jemanden, ja. Dann, ich meine, ich habe keine Zeit, heißt doch eigentlich nur, ich habe gerade keine Priorität für dich. So, und ich verstehe natürlich auch, also kein Mensch kann verlangen, jeden Tag immer die Priorität zu sein. Also wenn
Ich mache dir mal Frage, yo, hast du heute Abend Zeit? Und er sagt mir dann nein. Dann schreibe ich ihm erstmal immer so einen fetten Text. Da ist. Genau. Nein, aber dann schreibe ich immer so einen fetten Text, weil ich es halt eine Frechheit finde, dass er mich in seinem Leben nicht als Nummer 1 priorisiert. Aber ich verstehe das natürlich schon, dass das nicht immer geht. So, aber wenn halt jemand sagt, ich liebe dich oder ich stehe auf dich, hast du mal Bock, uns zum ersten Mal zu treffen? Ja, stimmt, das ist auch noch das Ding. Erste Mal treffen und so. Und dann kommt es zu nie einem Ja. Ey, sorry, dann nein. Also ganz, dann hat die andere Person einfach keinen Bock, weil... Und in weiser Voraussicht, selbst wenn das eine Weile so ist, sei vorsichtig. Ja. Sondern, weil es kann sein, dann ziehst du quer durch Deutschland und sitzt irgendwo fest, wo du nicht mehr wegkommst. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber denkt euch euren Teil. Und also da bin ich halt der Meinung, so, das wird dann halt nichts. Also ich verstehe absolut, dass man halt nicht immer Zeit hat. Und ist auch wichtig, Zeit für sich zu haben, genau. Zeit für die eigenen Freunde zu haben und so. Ja. Deswegen, aber wenn Gefühle im Spiel sind. Ja, dann, also wenn Gefühle da sind, dann ein erstes Treffen, das lässt doch dann nicht lange auf sich warten. Also selbst wenn sie, ich wohne jetzt in Berlin und die Frau oder würde in Stuttgart wohnen, ja gut, okay, dann wäre es halt nicht morgen Mittag, aber dann wäre ich die unbedingt sehen wollen. Safe wäre das morgen Mittag, wenn wir beide richtig Bock haben, ist, also ich bin aber auch so, ne, Hummel im Hintern und so. Ja gut, wobei morgen hätte ich Zeit, tatsächlich auch, dann wäre das, wenn das morgen wäre, würde ich auch sagen, würde ich bis 8 Uhr machen, danach würde ich von hier aus mich in den Zug sitzen und dann da pennen. Ja, und hier schreiben auch Leute, also vor allem verliebt sein, ja, verliebt ist so ein Ding. Deswegen habe ich das aus Gefühle ausgedrückt, so Liebe entsteht ja erst irgendwie nach einer gewissen Zeit und so, ne, und so, aber. Ne? Einfach Gefühle für jemanden hat. Ja, okay, dann Verliebtheit, wenn du möchtest, wie auch immer. Ja, genau. Ja, also wenn man da Bock auf jemanden hat, ich bin der Meinung, dass das funktioniert dann. Deswegen, so hart die Realität ist, aber wenn du das halt ihr sagst und sie sagt halt, Und sie findet keine Zeit dafür und das irgendwie machbar zu machen, dann hat sie leider kein Interesse. Ja, bin ich halt auch der Meinung. Weil hast du Interesse an jemandem, dann hast du auch. Also, du hast zwar dann nicht immer jetzt sofort für jemanden Zeit, klar, weil dein eigenes Leben auch mitspielt, aber man findet halt in naher Zukunft für die Person Zeit, wenn man da der Meinung ist, dass die das wert ist. Ja. Pöttchen, vielen, vielen Dank für den 17er Raid. Dankeschön. Geile Aktion. Dankeschön. Wir sind gerade dabei, Judge Bram zu machen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei Törtchen. Oder Tötchen. Nee, Tött. Nicht damit Doppel-D. Okay, lassen wir das. Also, nehmen wir, Dropkick. Und nicht Hope and Love. Weil ich bin auch der Meinung, Hope and Love ist das Problem. Du ziehst dann auch nie weiter. Ja. Das stimmt. Ist aus wie Katjes Hase. Katjes Hase. Katjes? Ach, wie der Katjes Hase. Oh Gott. Es gibt einen Katjes Hase? Ja, ich nehme mal Katjes Hase ein, aber ich dachte mir, warte mal, ist denn Katjes Hase? Ist Katjes nicht so eine Süßigkeiten-Gummi-Dingens da? Aber ich verstehe, woher es kommt. Ja, guck dir an, tipp einfach mal Google Katjes Hasen ein. Dann, ja, ich I got it. Aber ich war wirklich so, ich dachte, so wer zum Fick ist denn Katjes Hase? Oh. Ach, das ist ja überall ein Hase. Oh. Nee, achso. Ja. Warum sehen die aus wie Mäuse? Na egal. So. Erstmal hier wieder Chat auf. Nee, jetzt habe ich den Chat wieder. Jetzt ist das alles wieder kaputt. Jetzt ist wieder da. Jetzt ist alles kaputt. So, da. Und, hey. Die sind aber lecker, ja, das stimmt. Gefährlich lecker. Achso, generell so Süßkram. Hase verprügeln. Nein. Wir können nicht alles verprügeln, Chat. Funktioniert nicht. So. Oh, wir werden hier, werden belehrt als Judges, dass wir uns auf wirklich rechtliche Sachen nicht konzentrieren sollten, sondern eher auf soziale Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Rollstuhlfahrer. Ja, wir entscheiden Meinung, das nicht. Ja. Genau, wir entscheiden das nicht. Ich finde schon, dass wir unsere Meinung dazu sagen können. Und nur weil meine Meinung jetzt nicht mit deiner einhergeht, ist das in Ordnung. Und ich bin der Meinung, dass du genauso falsch liegst, wie du der Meinung, dass ich falsch liege. Ja. Nee, ich male nicht, ich führe Buch über unsere Fälle.
auch so ganz, ne, die Fälle haben römische Nummern und so. Ich nehme das ernst, ja. Fall 4. Okay, krass. Okay. Oh, krass. Ja, hast du, krass. Ja, jetzt ist das ist alles mit dabei. Ja, also auf jeden Fall auch Wichsertum. Aber ich judge nicht, in welche Richtung. Einfach so. Alles geht los. Hallo Judges. Meine Freundin / Ex-Freundin hat mich in den vergangenen Monaten zunehmend schlecht behandelt. Darunter einige Dinge wie meine Emotionen nicht ernst genommen und öfter Sachen gesagt in Richtung wie stell dich nicht so an. Mich über mein Trauma ausgefragt, obwohl ich mehrmals sagte, dass mir das sehr unangenehm sei. Meine Hobbys als kindisch bezeichnet und mir Schuldgefühle deswegen bereitet. Und noch einige weitere Sachen. Nun fühle ich mich in der Beziehung nicht mehr wohl und würde die Beziehung gerne beenden. Sie ist allerdings gerade bei ihrer Familie in China. Und als ich angesprochen habe, dass ich die Beziehung so nicht weiterführen kann, hat sie gebeten, eine Beziehungspause zu machen, damit sie sich bessern kann. Allerdings waren die Dinge, die sie getan hat, für mich schon fast traumatisierend und ich kann mir nicht vorstellen, wie es weitergehen soll, ohne es zu beenden. Sollte ich ihr als eine Beziehungspause ermöglichen, damit sie sich bessern kann? Oder meine Intuitionsfolge die Sache komplett beenden? Zeitinfo, wir sind knapp ein Jahr zusammen. Oh mein Gott. Alter, man darf auch gar nichts mehr sagen, weißt du? Nase brechen. Beziehung. Beenden, Beziehung, Chance geben. Mein Gott, Chat, ihr seid zynischere Wichser als wir, ja? Muss man einfach mal so sagen. Stich hier in den Rücken. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Die Alter. Flugtickets für die Rückreise stornieren. Ich hoffe, die zahlt er nicht. Mein Gott. Oh, ja, 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 ja. Wir haben hier im Schlaf die Augenbrauen. San Francisco, genau. Oh. Okay, das war alles extremer, als ich dachte. Bei der Volkspartei anschmerzen. Einfach behaupten, sie hätte Militärgeheimnisse geklaut. Ja, oder sowas. Sie ist Spionin aus der USA. Okay, also 95% sagen, Beziehung beenden, 5 sagen, noch eine Chance geben. Okay. Was entscheiden die ehrvollen Richter? Beziehung weiterführen. Ich habe keine Katzen heute hier übrigens, ne? Das würde mich schockieren. Wo sind die denn? Ja, die pennen. Achso, ich dachte, du hast deine Nase gebrochen. Oh ja, was ist das Internet? Minus 100 soziale Credits. Wir haben noch ein bisschen Zeit wegen der Abstimmung. Katzen, Zeit für Katzenfilm. Gerade so geile Mucke dabei. So ganz leichte, so, könnte so ganz, ganz leichte Bob Marley-Mucke sein, aber eigentlich nicht. Mit so einer Bahnflöte. Birkenrinde, Marfman, Losmos, Lever, Ibrias und Abel Mania. Dankeschön. So. Ach, eine Katze kommt. Ja, yeah. Wenigstens auf eine ist Verlass hier. Geilen Mancherinos. Okay, Marty, möchtest du anfangen? Auf jeden Fall. Ja, okay. Alles, was du aufgelistet hast, ist so unfassbar scheiße von ihr. Die hat, also Beziehungspause ist, also erstmal, das ist auch so absolute Frechheit, sowas überhaupt vorzuschlagen. Nee, also wirklich Dropkick. Die soll bei ihren Eltern einfach direkt bleiben da. So, beende das Ding. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist nur, wer sich ändern will, der macht das. Vor allem in so einem Beziehungskontext. Wenn der Partner sagt, mich stört was und er macht das weiterhin auch so Sachen übers Trauma ausfragen. Ich habe selber in meinem Leben schon mit Leuten zu tun gehabt, die haben mir das auch erklärt. Ich selber kann das nicht so genau so, ne, nachvollziehen. Aber die haben mir das erklärt, dass einfach so gewisse Teile einfach durch sowas immer wieder aufgerissen wird. Und deswegen schlecht behandeln, Hobby als kindisch finden, ist auch schon wieder so ein Ding. Beende das. Also, scheiß drauf. Beziehungspause kann sie sich
Ab in die Kühltruhe mit ihr. Ja, auch gut. Und dieses Beziehungspause ist, ich weiß nicht, was sie damit irgendwie, weiß ich nicht, erreichen will. Aber wie gesagt, wenn du dich schlecht behandelt fühlst in der Beziehung und sie keinerlei Anstand macht, sich dahingehend zu ändern, dass es besser wird, weg. Hey. Also ich bin da ganz bei Marlin, vor allem mein erster Gedanke ist, also es gibt so für mich so zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, Schatz, pass auf, ich bin jetzt gerade in China. Lass doch da bitte nochmal drüber reden, wenn ich wieder da bin in 2 Wochen oder in 4. Ja? Oder ich kann sagen, Schatz, pass auf, lass Beziehungspause machen, während ich in China dann jeden anderen rumbumsen kann, auf den ich Bock habe. Weil wir sind ja Single. Ja. Weil wir sind ja nicht zusammen. Ja. Also nee, also auf gar keinen Fall. Also Drop, wie gesagt. Dropkick. Aber zu 100%. Wie sagt man, da gibt es ja irgendeinen Spruch für. Fahrende Boote soll man ziehen lassen oder so. Ich hab's halt nicht so mit Sprichwörtern. Fahrende Boote? Ich weiß es nicht mehr. Okay, moin. Irgendwelche Leute, die ziehen, die soll man fahrende Boote soll man ziehen lassen. Nee, ich glaube, oder Reisende soll man ziehen lassen. Reisende oder? Soll man nicht aufhalten, kenne ich noch. Ach, oder so. Okay. Also wir machen hier Beziehung beenden. Wakanda. Ich weiß auch nicht, wo das mit Wakanda herkommt, aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Ja, das ist irgendwie die letzten Tage sehr. Ich habe ein paar Mal diese Szene gesehen, irgendwelche Avengers-Szenen in 4K, einfach nur auf YouTube, wo dann war zum Beispiel diese Endszene aus Infinity War und einfach nur alle im Bombay schreien und so weiter. Dann habe ich immer so voll so, yeah, Wakanda, Junge, richtig geil. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe mir das übrigens schon, also das Ergebnis davon, schon vorher aufgeschrieben, weil ich das schon... Ja, manchmal braucht man einfach gar nicht so viel, wa? Da weiß man einfach schon vorher, was passieren wird. Ja, ich wusste auch so, dass wir da auf einem Nenner sind, ja. Das ist eine große Erfahrung. Katze gibt Klicks, ja genau. Katze heißt... Okay. Für Judge und Bram und Martin. Der Permaban wegen Quieken. Ich verfolge ein Streamer-Kollektiv seit fast der ersten Stunde über 10 Jahre. Einer der Streamer neigt manchmal dazu, wie ein Schwein zu quieken. Eines Streams wieder war er online und ich hatte meine Kopfhörer auf. Als die Aufregung stieg, quiekte er wieder los. Es schmerzte sehr in den Ohren. Tatsächlich ließ mich das hinreißen, mich darüber im Chat zu beschweren. Ich fragte, ob jemand anders den Stream moderieren könnte. Nicht wegen Hass oder mangelnder Qualität von Streamer, einfach nur wegen dem Quieken. Dies brachte mir leider einen Permaban ein. Euer Ehren, ist das eurer Meinung nach gerechtfertigt? Was denkt ihr? Martin hat auf jeden Fall das Wort prügeln unterstrichen. Kühltruhe safe. Ja. Ja, geil, Wassermelone, ey. Wassermelone ist wirklich geil. Ich könnte dir eine geile Story von der Mondschnecke erzählen heute. Okay, erzähl mir eine geile Story von der Mondschnecke. Weil wir warten, okay. Ich habe heute einer Frau beim Einkaufen weil ihre Tüten sind gerissen, diese vermaledeiten Papiertüten. Und da habe ich ihr einfach geholfen und die hat darauf bestanden, mir eine Mondschnecke zu schenken. Ich habe vehement versucht, das irgendwie nicht anzunehmen, weil ich ja gerade auch so Kalorien und so. Aber im Endeffekt habe ich dann noch so einen Kalenderspruch bekommen, weil ich meinte, ich muss auf Figur achten. Dann meinte, denken Sie immer daran, Sie sind gut so, wie Sie sind. Dann habe ich sie mitgenommen. Dann habe ich zu Hause mit 140 Gramm und 40% meines Kalorienbedarfs am Tag gesessen. Und sie einfach weggeahmt. Okay, genau, was denken wir? Ungerecht oder gerecht? Aber das war gut. Denken Sie, die war voll nett, oder? Die war auch voll nett. Aber bitte das Mic optimieren. Entschuldigung, ich habe das vielleicht gerade wegen der Katze so zu weit weggeschoben. Alter, A hat dir eine geile Mondschnecke gegeben. B drückte dir auch noch einen richtig geilen Holz im Spruch. Ja, das war wirklich. Das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung heute.
Denken Sie daran, sie sind so schön, wie sie sind. Erstmal die Mondschnecke weggeatmet, kann ich voll verstehen. Ey, 40%, ne? Ich sag's dir. Echt? Hast du so viel? Ja, ich hab halt ein hohes Kaloriendefizit, deswegen ich esse ja nicht so viel am Tag. Aber ja, das weiß ich, aber ich wusste nicht, dass die Mondschnecke so reinkickt. Ja, ich auch nicht, aber das waren irgendwie 480 Kalorien oder so. Also das war ordentlich. 140 Gramm. Ich schmeck mir gerade Wassermelone. Aber ich hab's genossen. Es soll aber auch sein. In meinem Wassermelone hat immer nur 30 Kilokalorien. 100 Gramm. Wassermelone ist richtig geil, ja. Ja. Ja, und ich habe hier einfach mal. Was ist das? 616 Gramm. Das heißt, knapp 180 Kalorien. Dafür, dass man dann einfach richtig geil abgesnackt hat. Finde ich schon gut. Oh Gott, ich habe jetzt Zahlen gesagt. Leute, alles gut. Ich habe mehr als genug, um von mir selber zu zehren. Alles gut. Alter Martin, hast du heute echt gesehen, wie ich dieses Mettbrötchen essen musste? Nee, wie musste? Du durftest. Alter, das war so fucking ewig. Ich hab in meinem Mülleimer fast gekotzt. Hä, warum? Alter. Ach, rohe Sachen. Wie kann man sich so einen rohen Scheiß reinpfeifen, Alter? Alter, das ist doch mega geil. Ja, wenn du mega geil verwechselst, mega scheiße, dann stimme ich dir zu, ey. Ich weiß nicht, was du für... Das ist doch mega... Alter, vor allen Dingen, dann hingen auch die ganzen Fäden alle zwischen meinen Zähnen. Alter, ich hab danach erstmal mit Zahnseide hier gesessen. Und, ja, okay, das ist wirklich ein bisschen ätzend am Netz, das stimmt. Aber so richtig geil. Genau, Zwiebeln drauf. Ich hab mir hier vorm Stream, weißt du, was ich mir reingezogen hab noch? 3 saure Gurken und eine ganze Zwiebel. Alter, mega geil. Das sind die Snacks in der Diät, sage ich euch, ja. So, Ted. Gehen wir mal zu. Aber ganz ehrlich, okay, die Frage muss ich jetzt auch stellen, Martin. Mit den sauren Gurken verstehe ich das noch. Aber die Zwiebel. Ja. Ja, wie passt die dazu? Du hast die nicht einfach so wie so ein Apfel gesnackt, oder? Doch, ich hab die in 2 Hälften geschnitten und dann einfach so gesnackt. Finde ich mega. Ich esse meine Wasser. Ich esse einfach meine Wassermelone. Wie, was hier? Martin, wenn du jemanden zum Reden brauchst, wir sind da. Das ist doch lecker! Oh, Leute. Ich hasse Zwiebeln, mache ich auch. Ja, eben! Ah, Zwiebeln sind mega nice. Außer wenig Kalorien. Ja, verstehe ich. Martin, du Sau. Dann fühle ich das Kommentar. So. Zwiebel underrated. Also, wir hatten Sachverhalt. Warte nochmal. Ja, genau. Okay. Die quiekende Streamer ja. Kollektiv. Chat-Bun, weil wegen Moderation gefragt wurde. Ja. Stimmt, wichtig. Was hat der Phil eigentlich gesagt? Habe ich gar nicht aufgepasst. Hast gar nicht aufgepasst. Also ich habe so teilweise gemischte Sachen bekommen. Wie war die Abstimmung? Die habe ich mir noch nicht angeschaut. Ja, das weiß ich halt auch nicht. Deswegen meine ich, ich weiß nicht, was der Chat gesagt hat. Ah, nee, oder hier das Chat-Pool habe ich nicht. Chat, ihr wisst das doch, ihr habt da aufgepasst. Ich war bei meiner Zwiebelgeschichte. 2/3 sagen ungerecht. Ah, okay. Willst du anfangen? Ja, ich glaube, du hast eine gefestigte Meinung schon zu. Ja, ich habe eine sehr gefestigte Meinung zu, ja. Ich sag dir, so wie es ist, du hast Pech gehabt. Ja? Also, tut mir furchtbar leid, so, das ist mein Chat und es ist halt, Leute argumentieren immer mit freier Meinungsäußerung. Aber weißt du, was freie Meinungsäußerung ist? Du kannst einen eigenen Twitch-Stream aufmachen und da sagen, was du möchtest im Rahmen des... Und das ist freie Meinungsäußerung. Freie Meinungsäußerung ist sich nicht in meinem Haus, wo ich dich rausschmeißen kann, sagen zu lassen, was du möchtest und vor allen Dingen mich zu beleidigen. Ja? Also... Selbst wenn es nicht mal beleidigend ist, aber ich habe das Recht, dich aus meinem Haus rauszuwerfen. Ja. So, also dementsprechend kannst du einen eigenen Twitch-Chat aufmachen, streamen oder redest den ganzen Tag darüber, wie unfair du dort findest, dass ich dich gebannt habe. Kannst du ja machen. Deswegen, ich bin da ganz bei dir.
das ist eine gerechte Handlung gewesen. Auch wenn du dich ungerecht behandelt gefühlt hast. Das kann ich auch verstehen. Aber ja, das verstehe ich auch. Ich verstehe auch, dass ich ungerecht war. Ungerecht, das ist ja keine Beleidigung. Nee, es geht ja nicht ums Beleidigung. Ja, doch, natürlich ist es auch eine Beleidigung. Hör mal, wie wurde das geschrieben? Hör mal auf rumzuquieken oder, ne? Ich fragte, ob jemand anders den Stream moderieren könnte. Frag. Das ist so, als wenn jetzt einer kommen würde und sagt so, ey Dennis, könntest du bitte weggehen und Christian schon anfangen? Dann würde ich auch sagen, ganz ehrlich, wenn es dir nicht gefällt, verpiss dich doch, dann guck doch halt morgen erst zu. Ah, hier der Cookie, ne? Der macht das aber scheiße. Kann das nicht mal jemand anders machen? Ja. Aber Cookie hat Pech gehabt, weil es halt mein Chat. Also Cookie ist ein Ehren-Cookie. Und wenn das kein, das ist natürlich so das Ding, aber wenn das halt kein Zuschauer ist, den ich halt irgendwie schon einfach vom Namen her eine Weile kenne oder sowas, dann denke ich mir halt so, ja komm, was, warum? Ja. Geh doch woanders hin. Dann halt Bann, ja genau. Weg die Sau, da bin ich auch der Meinung. Ey, ich würde mich an der gleichen Stelle auch, ich würde auch denken so, fuck you. Aber der Streamer hat im Zweifel erstmal Hausrecht. Ja, also das ist gerecht, sagen wir. So, weiter geht's. Mal hier noch ein paar geile Fälle. Oh, Alter, langer Fall. Langer Fall, okay. Langer Fall. Boah, was? Okay. Ja, die unabhängige Justiz. Ja, in dem Fall haben wir dem Hausherrn recht gegeben. Boah, was? Okay, nee, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt schon gejudged. Oh. Holy moly. Okay, können wir trotzdem nehmen. Pass auf, ne, oder wir nehmen was anderes. Viel besser, aber ihr wisst jetzt, was ich genommen habe. Vielleicht ist er doch dann oder was anderes. Oh, die Mind Games. Die absoluten Mind Games hier. So, und wir nehmen. Hallo, Judges. Mir ist Folgendes passiert. Das ist mittlerweile jetzt schon 2 Jahre her. Ich sag, wie es ist. Ich hatte mich vor 4 Jahren in eine Streamerin verguckt. Ich konnte auch nach einiger Zeit einen persönlichen Kontakt aufbauen, Handynummer austauschen, privater Austausch etc. Jedoch hatte ich nicht bemerkt, wahrscheinlich aufgrund der rosa Brille, dass dieser persönliche Austausch immer mit Nettigkeiten in Form von Naturalien, Donos etc. einherging. Ich grundsätzlich immer offen, was meine Gefühle anging, jedoch wurde ich immer nur hingehalten, warm gehalten. Wenn es um persönliche Treffen ging, wurde immer wieder ausgewichen. So dumm wie ich war, habe ich erst bemerkt, was da mit mir geschah, als ich schon einen 5-stelligen Betrag ausgegeben habe. Als sie auf ansprach, hat sie mich blockiert und den Kontakt abgebrochen. Ich wollte damals nicht die Energie aufwenden, das einzuklagen bzw. die Anzeige wegen Scam oder Betruges anzuzetteln, weil ich dafür mir nicht die Zeit nehmen wollte. So jetzt die Frage, soll ich jetzt nach 2 Jahren Kontaktabbruch mir das wieder antun? Für mich persönlich habe ich eigentlich abgeschlossen, das Geld ist mir eigentlich egal. Der private Austausch dauerte ungefähr 2 Jahre. Okay, also ist die Frage... Nasenbrechen. So, was denkt ihr? Dabei belassen. Fall wieder aufmachen. Mit. So. So, jetzt müssen wir auf die Abstimmung aufpassen. Jetzt müssen wir auf die Abstimmung. Okay, dann nicht die ganze Zeit hier über Mondschnecken gehen, ja? Aber nee. Mondschnecken ist noch ein gutes Thema. Mondschnecken sind ein gutes Thema. War auch köstlich. Und Zwiebeln. Wenn dafür eine Zwiebel zu snacken. Dann gönn ja doch eine. Sind eigentlich in den Kalorien nicht mehr drin. Prozent haben sich verklickt. Sorry. Und zwar, ich habe noch eine Kalorie, die ich essen darf. Noch eine? Ja. Gibt es irgendwas, was eine hat? Ich habe mal gegoogelt. Außer Wasser. Ich habe mal gegoogelt, Wasser hat eine Kalorie? Nee, also das hat ja weniger. Ach so. Wasser ist das einzige Negativ, also das einzige, was negative Kalorien hat am Ende. Dabei belassen sagen 91%, Fall wieder aufmachen sagen 9%.
Stimmt, ein Tic Tac hat eine Kalorie. Keine Tic Tacs mehr. Dann isst du zwei. Und dann direkt so, oh, fühl mich so voll. Reiswaffel hat doch richtig viel. Eine Reiswaffel, glaube ich auch. Ich kann das nachgucken. Ich habe vor kurzem erst eine Reiswaffel mir in meinen Reiswaffel, oh Gott, Reiswaffel in den Quark gemacht. Echt? So ein Yton-Zwieback? Nee, einfach so eine Reiswaffel. Also wenn du so einen geilen Quark mit ein bisschen hier, mit diesem Cheesecake, was ich da habe, und dann eine Reiswaffel reinbröseln, gibt so in der Konsistenz nochmal so einen richtig geilen Bonus. Eine Dinkelreiswaffel. Es gibt Dinkelreis? Nee, warte mal. Ach, mein Gott, diese App. Dinkelwaffeln habe ich hier. Oder war das was anderes? Wir müssen beim Fall bleiben. Ich suche das gleich raus. Ja, okay, wir bleiben beim Fall. Alles klar. So, die Abstimmung ist durch. Also, was meinst? Stichwort parasoziale Beziehung. Also ich würde den Fall definitiv nicht mehr aufmachen. Zum einen bin ich mir da auch nicht sicher, inwiefern das ein Scam ist, weil im Grunde jemanden zu belügen ist nicht unbedingt strafbar. Einfach indem man so Gefühle vorspielt oder eine Beziehung oder einen gewissen Kontakt vorspielt. Das ist halt leider, was heißt leider? Das ist halt nicht strafbar, soweit ich weiß. Das ist halt unter Lehrgeld zu verbuchen. Nicht mehr machen. Er hat auch selber geschrieben, dass es ziemlich dumm war. Fünfstellig ist halt heftig. Ist wahnsinnig heftig. Und wir brauchen auch nicht, ne, die Streamerin, die so was macht. Das ist auch ein abgrundtief schlechter Mensch. Weil das wird nicht der Einzige gewesen sein. Das ist interessant. Ich musste an eine Sache sofort denken. Und ich verstehe alles, was du sagst, so wenn du dazu sagst. Mhm. Mein erster Gedanke war trotzdem, das war voll okay, das ist alles vollkommen okay gelaufen und das ist eigentlich deine eigene Schuld, weil das hat mich voll an OnlyFans erinnert. Das ganze System. Nur nicht über OnlyFans als Plattform. Und wenn ich OnlyFans per se okay finde, dann muss ich diesen Fall auch okay finden. Weil da wird ja halt auch diese Nahbarkeit vorgespielt und die Antworten ja, selbst wenn da im Zweifel Mitarbeiter hinter sind, die dir antworten. Und es gibt halt keine Gegenleistung, aber es wird sich natürlich mehr gemeldet, wenn man halt großzügiger ist. Weißt du, so, es ist halt so dieses typische OnlyFans-Ding irgendwie. Ich finde das aber auch, also ich finde das insofern halt verwerflich, so diese. Schwierig. Ich verstehe, was du sagst. Ja, ich verstehe auch, was du sagst. Ich mach da aber gerade im Kopf einen Unterschied, denn OnlyFans ist für mich irgendwie was anderes. Wobei es das eigentlich gar nicht ist, weil da wird genauso Content angeboten wie auf Twitch. Aber ich finde, weil halt hier persönlicher Kontakt auch gesucht wurde, ausgetauscht wurde. OnlyFans unterhältst du dich über die Plattform, aber wobei da gibt es auch welche geben, die das über Handynummern und sowas machen. Aber in dem Fall war halt ne, Kontaktdaten gegeben und Handynummern und sowas. Also das wird keine Privatnummer gewesen sein, glaube ich nicht. Das wird irgendwie vielleicht einfach das Scammer-Handy gewesen sein. Das Scammer-Handy. Aber ich mache im Kopf aus irgendeinem Grund einen Unterschied zwischen OnlyFans und auf, weil halt wahrscheinlich Twitch als Plattform, war das Twitch? Oder war das einfach Streamer? Streamer. Okay. Gehen wir davon aus, kann ich nicht sagen. Das kann auch ein Streamer auf OnlyFans sein. Aber wer ist Twitch, wäre halt einfach so der Kontakt zu der Person, wäre unter einem anderen Vorwand entstanden, weil OnlyFans ist halt, sind wir mal ehrlich, ist halt zu sehr großen Teilen einfach für wirklich expliziten Content genutzt. Ja. Und deswegen geht man damit eine andere Motivation hin, als auf Twitch. In Sied in dem Öl baden lassen. Mein Gott. Ich finde das schön, wie so Mordsachen so komplett auch so mit so schönen Wörtern einfach verpackt werden. Weißt du, da wird nicht irgendwie so richtig plump, das wird so richtig so blumig umschrieben. Ja, aber ich verstehe auch, worauf du hinaus möchtest. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, wenn es eine Streamerin ist und auch da, wenn der Kontakt zwei Jahre gedauert hat, also jetzt wird mir gerade noch geschrieben, ich kenne die Streamerin sogar auf Twitch. Ja, das ist schön, ich möchte gar nicht wissen, weil darum geht es nicht.
Aber wenn der Kontakt sogar 2 Jahre gedauert hat, dann denke ich mir so, trotzdem irgendwie so ein bisschen, dass nach 2 Jahren, also nach einer Zeit sollte man das ja schon merken, dass das so eine einseitige Beziehung ist. Ja. Und nein, ich werde keinen Name-Drop machen, auf keinen Fall. Darum geht es nämlich nicht bei dem Format. Geht hier nicht darum, irgendjemanden zu exposen oder so. Wenn ich jetzt den Namen wissen sollte, LOL, die? Nein, Quatsch. Da war überhaupt nichts. Dann würde ich... Ich wollte einfach nur trollen. Ich habe auch gerade geguckt, Roman-Scanning ist insofern halt nicht strafbar. Ja, ne, ich meine nicht nur wegen strafbar, aber ich denke mir so, auch nach einer Zeit... Sollte man das merken, ja. Ja, ist halt... Definitiv. Deswegen, ich finde es immer schwierig, so wenn so Sachen so 2 Jahre andauern, so 1 Monat oder so, würde ich sagen, okay, weißt du, du hast keinen Schnitt, aber du schreibst auch immer so, Treffen wurden immer, man wurde immer warm gehalten und so weiter, aber ich frage mich, wie halte ich denn jemanden 2 Jahre warm? Ich würde halt vorher sagen, also, bad in siedendem Öl, weißt du, so. Also 2 Jahre? Also, ja, also das, ganz ehrlich, das kann ich unter gewissen Umständen verstehen, leider. Aber ich frage mich halt, was man mir erzählen könnte, damit ich halt 2 Jahre immer wieder mit denke, ah ja, ist kein Problem. Also, ich sehe gerade auf Instagram, du bist vielleicht sogar bei mir in der Stadt oder hey, du bist halt mit einem coolen Dude unterwegs, ich bin sogar fast eifersüchtig und so weiter. Und da 2 Jahre lang, obwohl wir uns noch nie getroffen haben, das ist wieder dieses übliche, ich weiß es nicht, wenn du keinen Bock hast, mich mit mir 2 Monate zu treffen, dann scheine ich nicht wichtig genug zu sein. Also nein, ich habe keinen, mit solchen parasozialen Beziehungen habe ich keine Erfahrung, damit wollte ich nicht raus. Aber ich kann es verstehen, dass man sich hinhalten lässt, weil man vielleicht nach etwas sucht, was man sehr lange nicht bekommen hat, was auch immer. Ich kann auch verstehen, dass man sich hinhalten lässt, auf einer tieferen Ebene. Ja. Weißt du, so, man hat sich schon mal, aber hat sich noch nie getroffen. Aber ich kann durchaus sehen, dass es, wenn man an einem schlechteren Ort ist als ich zum Beispiel, war oder sowas. Ich kann das verstehen. Das jetzt total absurd klingt. 2 Jahre ist eine fucking lange Zeit. Aber ich kann das unter Umständen verstehen. Nichtsdestotrotz würde ich den Fall ruhen lassen, um das Ergebnis direkt. Ja, ich würde den Fall auch ruhen. Gerade wenn du sagst, das Geld ist mir eigentlich egal, ja. Und ja, dann würde ich auch sagen, ey, tut mir furchtbar leid. Fünfstellig ist richtig viel Geld. Aber wenn du selber sagst, dir ist das Geld eigentlich egal, dann fuck it, Alter. Du wirst dir im Zweifel wieder wehtun. Auch allein das ist es schon nicht wert, weil dann bist du da mit so viel Emotionen und Hass rangehen und das, ja. Keine Ahnung, die Frage ist halt, ob es das wert ist. So, an irgendeinem Punkt muss man einfach sich dann fragen, ist es das Geld das wert, auch wenn das viel Geld ist. So, und deswegen, das ist sehr schwierig, aber ganz ehrlich, daraus hat er für sein restliches Leben gelernt. Ja. Das wird dem so ansatzweise nicht nochmal passieren. Aber ist auch interessant, ist ja auch Streamerin, also ihr Job irgendwie, und dem stimme ich sogar zu. Ja, zu gewissen Teilen ist eine gewisse Kontaktpflege zur Community ja auch ihr Job, das stimmt. Kommt darauf an, was du da mal ausmachst. Ja. Bei Apple im Wetter. Mein Gott. Meine Fresse. Genau, ich mache ja quasi dasselbe mit euch, ja. Ich meine, ganz ehrlich, guck mal hier, ja. Ja, ich meine, seien wir ganz ehrlich, ja, wir machen einen Frühsport mit Christian für 11.000 Subs. Ja, eigentlich. So. Ne? Also, es geht halt um den Unterhaltungsfaktor so und ob die Sachen die Wertigkeit haben, die man meint. Ich finde das auch, also wie gesagt, das ist halt eine Masche. Ja. Und wenn man halt in einer engen Beziehung oder so ist, dann verstehe ich das auch. Also, wenn man halt schon zusammen ist oder so. Aber immer. Also wenn man halt auf diesen ersten Schritt wartet, dann verstehe ich das nicht. Das verstehen wir nicht, ja. Ja, aber weil dann denke ich mir so, okay, wenn du schon mit der verbunden bist und du hast uns dafür die sogar schon geküsst und so weiter, bist du ganz anders emotional involviert, finde ich. Auf jeden Fall. So, das ist eine ganz andere Ebene. Ja. Aber ich kann verstehen, dass, wenn das nicht wäre, der Sprung dahingehend, sich so hinhalten zu lassen, dass der nicht
so unfassbar riesig ist. Ja, das weiß ich halt nicht. Und Hans, nein, du bekommst meine Handynummer nicht. Du kannst meine haben. Danke, Lena Nator. Oh, bist du der neue Hans? Ja, so schnell bist du ersetzt worden. Na, Quatsch. Ich will mein Kabel machen. Der erste Schritt wird ein leichter. 1000 Euro für die Nummer und ein Date? Nee. Nee. Also sagen wir, es dabei belassen, ja? Ja, lass es dabei, ist Lehrgeld. Wie gesagt, das wird dem so im Leben nicht nochmal passieren. Hans wollte den Trollanruf. Ah. Hey, ich habe ja angeboten, mit dem Zuschauer zu telefonieren. Ihr wolltet ja nicht. Ihr habt das ja Hans weggenommen. Chat, ja. Ein Chat. Ihr alle im Kollektiv. So. Dann. Fall Nummer 7. Fall Nummer 7. Ich habe übrigens, also nur Interesse halber, falls die Leute fragen, was ich hier die ganze Zeit mache. Ich habe aus den Katzenhaaren eine kleine Kugel gemacht, die ich hier vom Streicheln habe. Okay. Wird versteigert. Okay. Hallo. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite in der IT-Security-Branche. Ich habe in diesem Bereich keine Art von Abschluss, kein Studium, keine Ausbildung. Habe mir das Thema selbst beigebracht. Es steht jetzt im Raum, dass ich die Teamleiterrolle besetzen soll. Das Team besteht aus 50 Leuten. Hier gibt es viele, die einen Doktor-Master-Titel haben. Ich fühle mich etwas unwohl mit meiner Qualifikation, diese Rolle zu besetzen. Besonders, da wir besser ausgebildete Kollegen haben. Denkst du, ich mache mir zu viel Sorgen und rede mich selbst bezüglich klein, bezogen auf das Imposter-Syndrom? Okay. So. Rede ich mich klein? Ja. Klein wie wo? Wie Penis. Ne, Penis darf ich nicht schreiben. Klein wie... Okay. Nein. Bist groß. Bist verantwortungsvoll. Wenn du das ablehnst. Verantwortungsvoll. Ja, so, ne? Ja. Und dann kriegen wir natürlich auch so, wie entscheiden die sei, wie ent... Und wir gehen langsam die Adjektive aus, wie geil wir sind. Toll. Tollen Richter. Okay. Okay, wir entscheiden keinen Job für dich. Mach den Job. Du kannst das. So, okay. So. 85% sagen, rede ich mich klein. Ja. So, und wir haben die Frage natürlich, wie entscheiden die tollen Richter? Kein Job für dich oder mach den Job, du kannst das? Genau, was würden wir sagen? Ja. Also, darf ich anfangen? Ja, gern. Okay, also ich bin der Meinung, umso höher du in der Hierarchiestufe gehst, umso weniger Fachidioten brauchst du, sondern mehr Generalisten. Ja, und ich habe das jetzt absichtlich in die Richtung gesagt. Das heißt, aus der Perspektive, selbst wenn du meinst, dass andere Leute besser sind in dem Job per se, heißt das nicht, dass sie eine bessere Führungskraft sind, weil Teamleiter ist viel mehr mit Leiten gesagt. Das heißt, die fachspezifische Fähigkeit wird weniger wichtig. Sondern du wirst halt, brauchst halt mehr Generalisten. B, und das ist für mich viel wichtiger, zählt ein Abschluss ab einem gewissen Jahr nicht mehr, nach 2 Jahren oder nicht mal. Ja, wenn du Fähigkeiten hast und das nachweisen kannst, sind die genauso gut wie der Abschluss, meiner Meinung nach. Und ein Abschluss ist ja auch nur ein Nachweis von Fähigkeiten, nur halt auf einem standardisierten Niveau. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn du der Meinung bist, dass du die Leute am besten führen kannst, das heißt diesen Job machen kannst, nicht diesen IT-Sicherheitsjob, sondern den Job des IT-Sicherheitsteamleaders, dann solltest du das tun. Ich würde dir da eigentlich in allen Punkten zustimmen. Zumal ich ja zum Beispiel auch in der Position stecke, ich habe gerade einen Job, den ich
effektiv nicht durch eine Ausbildung, durch einen Abschluss oder durch sonst was erlernt habe, sondern selber beigebracht. Deswegen kann ich das vielleicht auch sehr gut nachvollziehen. Beziehungsweise ich habe nach meiner Ausbildung eigentlich nur noch in Jobs gearbeitet, in denen ich keinen Abschluss hatte. So eine Führungsrolle bringt ja eben auch nicht nur, wie du halt sagst, Fachliches mit sich, sondern halt auch Menschliches. Wenn du Menschen führen kannst, leiten kannst, ist das ein größerer Mehrwert auch vielleicht für den Chef, der dich da in der Position sieht, als dass du da irgendwie einen Abschluss hast oder fachlich kompetenter bist als da irgendjemanden, der, was war da, Doktoren dabei? Oder was war? Ja, Doktoren und Masteranden. Ja, genau. Die können fachlich, können die in ihrem Gebiet spitze sein, aber die haben es vielleicht einfach nicht drauf, zu leiten, zu führen. Das ist aber nicht drauf, wolltest du sagen. Das ist, glaube ich, was du Generalisten, heißt das das? Ist das das? Ja, sind dann Generalisten. Okay. Die so übergeordnet halt sind. Das ist dafür ein... Ja. Wie gesagt, das ist auch nicht schlimm, dass das nicht jeder kann oder so. Das ist halt, jeder gliedert sich halt dann einfach so ein. Und wenn, wie gesagt, anscheinend ist das so, 50 Leute, dein Chef wird nicht einfach so dir 50 Leute geben, weil er denkt, dass... nur ein bisschen netter. Ja, sondern der wird da schon ein gewisses Potenzial in dir sehen. Ja, glaube ich halt auch. Und dein Job wäre jetzt meiner Meinung nach zu sagen, okay, du machst das, aber weil du mich auch haben willst, ne, und ich dem Team ja was bringe, da ist meine Gehaltstüte, mach mal voll. Ja. Super heftig General. Ja. Super heftig General, ja, finde ich gut. Einer muss es. Als Teamleiter verlagert sich deine Priorität vom Bildschirm weg, Kommunikation und Klärung. Das muss man mögen. Kann mir sehr gut vorstellen, dass man Position Teamleiter gar nicht wollen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. So, weiter geht's. Das war ja einfach. Oh, Entschuldigung. Tja, in welche Richtung soll es denn für dich gehen, Martin? Was haben wir denn? Wir hätten nochmal was mit Liebe. Liebe finde ich immer gut. Liebe finde ich persönlich einfach auch mal egal. Ja, weil das, ganz ehrlich, wenn man da Urteile fällt, ja, das können Urteile sein, die wirklich das weitere Leben in eine richtige Bahn lenken, weil einfach, ne? Nicht hier irgendwie, weiß ich nicht. weiß ich nicht. Quietschen im Chat. Das ist Lehrgeld. Okay, möchtest du lieber mit so Herzschmerz? Oder eher so mit so aggressiven Gefühlen dabei? Aggressiv als Gefühl oder aggressive Gefühle? Nee, aggressiv als Gefühlslager. Oh, das ist eine explosive Mischung. Ja? Ja. Okay. Sehr geehrte Judges, ich M19 habe mich in den letzten 2 Monaten aus meiner Komfortzone heraus bewegt und neue Kontakte geknüpft. In der Schule hat sich dadurch eine enge Freundschaft mit W19 gebildet, welche sich frisch von ihrem Freund getrennt hat. Ich halte den Typen für einen ziemlichen Wichser. Da er nicht mit ihrer nicht ganz psychisch stabilen Lage klarkommt, ist klargekommen und sie im Regen stehen gelassen hat. Jedenfalls stehen W und ich uns mittlerweile ziemlich nahe. Ich habe nun angefangen, Gefühle für sie zu entwickeln, bin aber ziemlich in der Friendzone und will das, was wir haben, nicht kaputt machen, da ich ja ein schüchterner Mensch bin und selten neue Leute kennenlerne. Auf der anderen Seite ist dann noch die Sache, dass ihr Ex-Freund sich wieder an sie ranmacht und ich nun etwas Angst habe, dass die beiden wieder zusammenkommen und ich weggedrängt werde. Soll ich ihr nun von meinen Gefühlen erzählen oder zulassen, dass sie eventuell wieder auf den Wichser einlässt? Statement-Sätzen verbrennt die Hexe, mein Gott. Also, mit Anker am Bein im Bodensee. Die Frage ist jetzt, Gefühle gestehen? Date oder? Den Ex, finde ich ja super. Nee. Oh, ja, Nasenbrechen ist er dafür. Das könnt ihr auch mal bei Christian einfach die ganze Zeit im Challenge beim Nasenbrechen, egal wie man passiert. So, was tun?
Gefühle gestehen. Gefühle gestehen oder, oder machen lassen. Oder ich finde, ja. Machen lassen heißt ja erstmal auch, also machen lassen ist ja die Problematik, dass da drin auch dann die Möglichkeit ist, dass da bei denen ja gar nichts passiert. Ja, aber seine Frage ist ja im Grunde so, also ich meine, die einzigen beiden Optionen, die es halt einfach eigentlich nur gibt, also so oder so, ihr habt noch nicht abgestimmt, ich kann noch nicht reden. Okay, also ich sag jetzt Gefühle gestehen und machen lassen, ja? Ja. Habe ich jetzt so. Ich würde Jay fragen. Was entscheiden die Ultra-Ficker? Machen lassen. Gestehen. So, Vorhersage starten. Geil, Ultra-Ficker kann man als Wort auf einem Twitch, in einer Twitch-Umfrage machen. Einfach überall Ultra davor machen. Ja. Die Mutter vom Ex-Flexen. Ich lese sehr viele Sachen richtig. Polygamie. Sich heimlich nikotinabhängig machen. Was hilft das denn? Okay. 83% sagen Gefühle gestehen. 17% sagen was machen Sachen. Was machen Sachen? So, möchtest du, kannst du mal anfangen zu reden? Ich kann kurz urinieren. Okay. Hallo Chat, wir sind allein. So, also meine Meinung dazu. Also erstmal steckst du da in einer ziemlichen Zwickmühle. Schwierig ist es halt insofern. Ich meine, ihr seid ja jung und so. Ich fand es aber schon damals immer sehr problematisch. So dieses, sobald sich jemand trennt und dann da anbandeln und sowas, weil potenziell verarbeiten Leute noch irgendwelche Sachen und ich habe das noch nie verstanden, wie das überhaupt geht, so von einer Beziehung in die nächste. Ich war ja deswegen schwierig, eine Beziehung auf Basis einer Trennung zu haben. Ich meine, wie die Freundschaft zustande gekommen ist, ist ja erstmal egal. Männer sind Wölfe. Ganz allein, Mario, ich werde ganz nervös. Alles, ihr seid bei mir ganz sicher. Alter, kommt da wieder. Psst. Männer sind Wölfe. Ach, du hast die Kopfhörer ja eh drauf. Finde ich ja gut. Einfach so als Statement zu kommen. Da hat jemand reingeschrieben, Männer sind Wölfe. Das finde ich auch gut. Alle Männer sind Sigma-Males. So nämlich. Oh ja, ja. Auf jeden Fall. Deswegen, Gefühle gestehen oder nicht, ist halt eigentlich die Frage. Schön. Die eigentliche Frage ist, sollte ihr Ex da mit ihr noch was versuchen, einfach auch, um ein guter Freund zu sein, solltest du ihr zumindest den Ratschlag geben, dass sie reflektiert, dass viele Sachen bei ihr in der Beziehung schief gelaufen sind. Weil im Endeffekt jemanden, also sie muss ja selber entscheiden. Sie ist ja ein eigenständiger Mensch, sie kann ja selber entscheiden. So, du kannst ihr halt Ratschläge geben, wenn sie die hören will. Und anhand davon sollte sie entscheiden. Ob du die Gefühle zu ihr gestehen würdest, wegen Angst, was kaputt zu machen. Eine sehr schwierige Frage. Ich zähle mich auch eher auf der schüchterneren Seite. Schüchterneren? Ich bin auch schüchterner. Ich würde sowas einfach auch nie machen. Dafür bin ich nicht der Dude. Wieder deine Bibidi Babidi, Dankeschön für Einstufe, ein Giftelsub. Bibidi Babidi, Dankeschön. Einfach auch so wegen der Sorge, was kaputt zu machen oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich das ja, aber nie machen. Ich finde, anhand der Sache, wie er geschrieben hat, spricht er ja nur Eifersucht raus. Also soll ich ihr meine Gefühle gestehen, nur damit der Ex nicht wiederkommt? Der Ex ist ein Wichser. Der Zeitpunkt ist halt jetzt wegen dem Ex. Ja, also die Gründe, die Gefühle jetzt zu äußern, ist halt im Grunde Eifersucht, ja. Genau, und
dass sie die hat oder sowas, die Gefühle sind ja nicht aufgrund von einfach so einem Stand. Ich verstehe aber, also, und vielleicht ist es für ihn auch einfach nicht der richtige Punkt. Nee, das verstehe ich schon. Pauschal sagen, mein Ding lässt länger als seins. Klärt das wie Wölfe. Alter, ganz ehrlich, der Chat ist mittlerweile auch nur dumm. Mit romantischen Gefühlen funktioniert keine wahre Freundschaft, wenn sie einseitig ist vielleicht. Ja, wobei, da muss ich tatsächlich sagen, da könnte man jetzt dieses typische Klischee rausholen, ja, frag jede Frau, ob sie den besten Freund hat und dann soll sie ihn anrufen und sagen, jo, ich hab Zeit, hast heute Abend Bock zu ficken und ich garantiere dir 95% sagen ja. Ja. So, das gibt es glaube ich schon. Das gibt es auch, ohne Frage, aber mehr war jetzt das Ding, was wurde geschrieben? Mit romantischen Gefühlen funktioniert keine wahre Freundschaft. Wenn du eine Freundschaft als Basis hast für eine Beziehung, ist das sehr, sehr viel wert. Pimmelfechten, bis einer kommt. Mein Gott, ich hier voll deep und du haust dir die Pimmelfechten raus. Komm, einfach in mein Auge. Ja. Promille, Dankeschön für 10. Dankeschön. Nee, deswegen, ja, schwierige Sache. Aber wenn Gefühle einseitig sind, dann ist das ein Problem für die Freundschaft, auf jeden Fall. Ist es. Und ich würde die machen lassen. Ja. Ich würde es auch nicht sagen, nur nicht aus dem, weil ich würde... Ich würde es aus mehreren Gründen nicht sagen, aber ja. Ja, ich würde es auch nicht sagen. Also, weil die Motivation die falsche ist, dass ihr es sozusagen, also... Ja. Ich verstehe deine Aufgabe. Ich verstehe den Grund, warum du dazwischen grätschen willst, weil sie schlecht behandelt wurde und sowas. Aber das sollte nicht Motivation sein, jetzt da selber mit deinen Gefühlen reinzufunken und. Nee, verstehe ich halt auch, weil ich glaube halt, dass dir das nicht helfen wird, weil im Zweifel wirst du es ihr sagen. Und pass auf, du hättest, wenn der Freund jetzt nicht wiedergekommen wäre, hättest du es ihr nicht gesagt. Das heißt, du sagst es ihr jetzt nur aufgrund dieser Eifersuchtssituation. Oh, und dann bei einer Person, die gerade erst raus ist. Mhm. Finde ich schwierig, weil dann ist doch so viel offen gehört? Und dann ist... Dann was ist, ich gemeint habe, dieses direkt aus der Beziehung raus in die nächste rein. Ja, und ich sag nicht, dass das nicht gehen kann, aber... Oh. Da muss schon lang was schiefgelaufen sein und ein gewisser Kontakt da gewesen sein. Hier ist der richtige Hammer. Oh. Ja, ich bin auch lieber nix sagen. Ansprechen ist immer besser. Was, dass ihr Ex ein Wichser ist oder was? Das kann man gern sagen. Machen lassen. Würde was ansprachen machen? Und den Ex dabei komplett rauslassen. Ja, aber seine Grundmotivation ist halt eine andere. Also das ist, glaube ich, mehr auch eine... Also ja, könnte man machen, aber das ist bloß das gut auf gut drehen. Ja. Okay. Prinzipiell ist es immer eine gute Sache, seine Gefühle zu seinen Gefühlen zu stehen und das jemandem zu sagen. Erstmal so vom Grund auf ja, aber wenn man halt Sorge hat, da zum einen Sachen kaputt zu machen, zum anderen, wenn die Motivation da falsch ist, ist das vielleicht nicht so eine klasse Idee. Mal, wenn wir noch so eine geile Liebesfrage haben. Klar. Okay. Wie du merkst, für Liebesfragen kenne ich nicht. Liebesfragen mega immer, finde ich auch. Smugel hat heute Geburtstag. Ist er gerade online? Wenn ja, Gratulation. Wenn nicht, dann nicht Gratulation. Ich schreib ganz kurz. Happy Birthday. Du geiler auch von mir. Geiler Stecher. Noch 9 Minuten Zeit zum Gratulieren. Scheiße, Asmugel hat morgen Geburtstag. Moment, Rückzug. Warte löschen. In 9 Minuten hat er Geburtstag. In 9 Minuten erst. Ich meine, mein Termin kam mit der Erinnerung 10 Minuten vorher. Weil hier jemand geschrieben hat, noch 9 Minuten zum Gratulieren Zeit. Ja, aber ja, egal. So, also. Anonymous, ja, hat eine Frage. Möchte vorher noch ein Statement machen? Ich hau mir abends ab und zu meine rohe Zwiebel rein. Und jetzt kommt die Frage. Aber er wollte ein Statement machen. Er ist auf deiner Seite. Ja, du bist nicht alleine, Martin. Ja. Hallo Judge Bram und 31er Martin.
Ist okay. Seit einigen Wochen date ich ein Girl. Und sie ist schon auf was Festes aus. Sie stellt mich nun vor die Wahl, ob wir nun eine Beziehung eingehen oder es komplett sein lassen. Ich bin mir aber noch nicht schlüssig, da ich mir einerseits im Moment keine langfristige Beziehung mit ihr vorstellen kann. Andererseits finde ich aber die Zeit mit ihr echt schön und vielleicht kann das Gefühl der Liebe für sie mit der Zeit ja noch kommen. Wie würdet ihr entscheiden? Eine unsichere Beziehung eingehen oder es sein lassen? Okay. Sein lassen. Try it. Was sagen die genialen Richter? Sein lassen. Try it. Und Abstimmung. Und. So. Erstmal eine Zwiebel drauf essen. Ja. Erstmal eine Zwiebel drauf essen. 64% sagen sein lassen. Dass das so ein Unding ist. Die Mutter ist immer eine gute Alternative. Entfernungsmittel in Shampoo mischen. Wegflexen und ghosten. Mein Gott. Eistruhe, sag ich. Boah, ihr habt Probleme. Den nackten Mann machen lassen. Ja, immer eine gute Idee. Ich will auch, wir sollten immer alle einen nackten Mann machen. Den Lachsbutter. Ist das echt ein Ding, das funktioniert? Mhm. Okay. Ab nach China. In 2 von 3 Fällen. Das funktioniert in 2 Fällen. Also Smugel hat mir jetzt geschrieben, wenn das passiert, ist so nix, warte noch 6 Minuten. So, okay. Also, Martin, was sagst du? Was ich sage? Ja. Ey, oder soll ich anfangen? Also, ich würde ihr das klar kommunizieren, dass du vielleicht noch nicht so starke Gefühle hast, wie sie für dich. Ja. Aber ich würde das probieren. Ich würde das Risiko eingehen. Zumal ihr ja schon Zeit miteinander verbringt, ihr beide eine coole Zeit habt. Ist halt so, lässt sich nicht schlüssig, einfach weil die Gefühle noch nicht da sind. Ist halt das okay, aber pass auf, jetzt haben wir eine Frage an dich, Martin, ja? Ja. Geh davon aus, du triffst dich mit einer richtig coolen Person. Ja. Weißt du dann nicht relativ früh schon, ob du sagen würdest, geil, mit der mache ich jetzt nur privat was, keine Ahnung, wir verbringen ein bisschen Zeit, ist nice, oder bei der hätte ich schon Bock auf mehr? Brauchst du das so lange für, um das einzuschätzen? Ja, würde ich sagen, ja. Okay, interessant. Aber ich bin ein sehr... Okay, das soll sich falsch... Aber ich bin ein sehr genauer Mensch. Ich mache mir zum Beispiel, wenn ich mir... Das ist gar nicht aus dem Kontext kommt, das meine ich auch nicht so. Ich mache mir zum Beispiel bei so ganz banalen Sachen vorher tagelang Gedanken, wenn ich mir was kaufen will, ob ich nicht einen Fehlkauf mache. Und dementsprechend brauche ich bei größeren Entscheidungen... Ja, das klingt falsch! Aber deswegen mache ich mir bei größeren, bei sowas wie Beziehungen oder sowas, wirklich, kann ich mir ewig Gedanken drum machen. Deswegen, ich brauche dafür, glaube ich, recht lang, ja. Ich weiß, der ja, klassische also Overthinker. Also ich sage... Wirklich, wie er im Buch steht. Ich sage auch nicht, dass du nur 5 Minuten dafür brauchen musst, ja, aber ich finde so nach 2 Monaten... Nee. Weiß man... Ey, würde ich jetzt mit der Person mal anfangen oder würde ich dir sagen, ey, sorry, wenn die mich jetzt fragen würde, dann nope. Und vor allen Dingen, okay, dann gehe ich nochmal einen Schritt weiter, ja? Weil das ist jetzt aber Interpretation, aber nur weil mich das interessiert. Ja. Gehen wir davon aus, ja, in dem Text würde jetzt aber nicht nur stehen, blablabla. Einerseits finde ich die Zeit mit dir echt schön, vielleicht kann ich das Gefühl von Liebe noch kommen und mit dieser Zeit echt schön, heißt das, die beiden hatten aber schon was intim.
War das eine Frage? Heißt nee, das? Nee, das würde das jetzt heißen, wenn das das wäre. Was würde wenn, das? Wenn die was schon im Team hätten, safe ja. probieren. Aber weil dann ich probieren. Ja, weil ich halte auch nichts von dieser ganzen Hookup-Culture und sowas. Sondern wenn was Intimes passiert, Intimes gehört für mich eine Beziehung. Und vielleicht habt ihr auch schon eine unausgesprochene Beziehung dann in dem Fall. Und du hast es nur noch nicht realisiert. Plotfist. Du bist schon in der Beziehung. Ja, kann natürlich auch sein. Und dann werden wir uns tatsächlich nicht einig. Ich werde da eher so bei dann lieber nicht machen. Weil, wenn du da Bock drauf hättest, dann wären die Gefühle schon da, denke ich mir. Aha, RG. Mhm. So, keine Ahnung, also wenn ich das halt wäre und wir hätten auch, selbst wenn da noch nichts Intimes war, weil da steht ja jetzt nichts und interpretiert ja nichts rein, dann wüsste ich aber schon, wenn ich ein paar Mal mit echt, der Person was gemacht habe. Ey, ganz ehrlich, Martin, ja, auch wenn ich Leute, ich treffe die einmal persönlich und dann sage ich dir, alles klar, wir werden Bros oder nicht. Boah, das hätte ich gern. So, und dann. Wirklich, so, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin ein klassischer Overthinker, deswegen, ich mache mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken. Ja, aber das, sehr, also, sehr viele Sachen. Ja, aber das ist ja nicht nur da. Und deswegen weiß ich auch nicht nach 2 Monaten, ob das was wäre oder nicht. Nee, ich sage auch nicht, ob das was wird. Also ich kann auch nicht in die Zukunft sehen. Ob die Person in mein Leben passt. Nee, auch das nicht. Aber ich kann dir nach 2 Monaten sagen, ob ich bereit bin, das Risiko einzugehen oder nicht. So, und nach 2 Monaten kann natürlich immer noch sein, dass ich Sachen nicht weiß, aber ich kann dir nach 2 Monaten safe sagen, alles klar, der ist so cool, ich könnte mir das vorstellen. Intensiver Kontakt, ja, das würde, ja, das, ja. So. Und dann denke ich mir so, wenn ich nach 2 Monaten immer noch nicht weiß, ob ich mit dir zusammen sein will, dann, das heißt ja nicht, dass ich sagen kann, dass das 10 Jahre hält. Nee. Das heißt nur, dass ich an einem heutigen Tag sage, ich gebe uns beiden eine echte Chance. Und wenn ich dir das heute nicht sagen kann, obwohl wir schon jetzt krass eine coole Zeit miteinander hatten und die muss nicht mal irgendwie mit Sex zu tun gehabt haben, aber eine coole Zeit, dann bin ich der Meinung, aus meiner Sicht, dann halt nicht. Weil ansonsten hätte ich uns diese Chance gegeben. Und im Zweifel irre ich mich ja auch. Okay, das ist dann scheiße, ja. Ist halt doof immer, Trennung. Aber Trennung kann natürlich ist immer doof, ja. Ja, klar. Trennung ist immer doof, aber ganz ehrlich. Einfach die Schwester wegflixen. So nämlich. Ja. Boah, nee, ich kann das. Also. Mein Gott. Ich bin immer noch über Risiko. Nee, ist ja auch okay. Was machen wir, wenn wir zu keiner Einigung kommen? Ja, dann lösen wir das einfach wieder auf. Dann lösen wir das auf. Ja. Leute, kein Ding. Ihr habt nichts verloren. Löschen. Was wäre das Risiko? Keine Löschen und Pinkpool wieder zurückgeben. Das Risiko ist einfach auch potenziell, ich meine, wenn du das gut kommunizierst, hast du immer noch eine Freundschaft, auf die du vielleicht zurückfallen kannst. Aber vielleicht ist für ihn einfach auch, weiß ich nicht, man kann das vielleicht vorher auch nie sagen. Risiko kann auch sein, einfach, dass das für ihn danach halt einfach auch anders ist oder sowas, wenn man die Person anders kennt. Angenommen, dass wenn dann noch kein intimer Kontakt da war oder sowas und dann ist das aber irgendwie anders und dann ist das für ihn vielleicht weird, kannst du ja alles nicht sagen. Du kannst dir viel dabei denken oder kannst es nicht sagen. Das musst du halt erst im Zweifel die Erfahrung machen. Deswegen das Risiko kann ich verstehen. Ja, das ist, ja, also ich verstehe das auch, aber keine Ahnung. Ist ja so, wenn ich mir denke, so auch so, hey, wir haben beide zum ersten Mal was gemacht vor ewig langer Zeit, weißt du, und dann dachte ich mir ja auch, klar, da konnte ich dann einmal einschätzen, ob ich das noch ein zweites Mal machen möchte oder nicht. Das ja, also das kann ich auch. Ja. Aber was ist das mit einer Beziehung? Ja, aber das ist ja auch eine Beziehung. Nur eine andere. Ja, eine andere Beziehung, aber ja. Ja, ich verstehe dich aber auch. Das ist eine schwere Frage für mich. Es ist eine schwere Frage. Machen wir noch eine? Ja, eine können wir noch. Ich habe gerade eine Seite voll. Achso, ich muss noch markieren, was wir uns entschieden haben.
Okay. Gerade kurz rein. Hey, Charles Bram hat mir gerade fett eingeschissen. Ist das gerecht? Mein Gott, ey. Hallo. Happy Birthday, Bram. Wieso denn ich? Weil die Leute denken, dass du Geburtstag hast. Ich hab keinen Geburtstag. Die alle feiern vor das Buch ab, aber ich nehme meinen Job ernst, ja. Ihr wisst, wie viele Notizbücher ich hier habe. So, ich hab sofort. Ich hab auch nicht Geburtstag. Da du ja nur noch eine machst, muss ich kurz gucken. Ja, dann such dir eine richtig gute raus. Ja, ich such gerade eine richtig gute. Danke für die ganzen lieben Grüße, liebe Bürger. Was frohe Mettbrötchen? Nee, Mettbrötchen. Das ist ja alles gut. Also, guten Rutsch. Euch auch einen guten Rutsch. Wir haben einen Raid bekommen. Hallo, Raider. Jo, haben wir von Zombie! Oh, hallo? Alter Zombie, vielen, vielen Dank. A few seconds. Und Leslie Visoy, vor einer Minute. Alter, ganz ehrlich, weißt du, da ist man hier mal gerade ganz kurz. Ich sehe keine Alerts. Ich sehe das, ich sehe einfach nur so im Chat so, oh ja, die Leute schreiben. Dankeschön. Zombie, Leslie, ich hoffe, bei euch beiden war es cool. Der Raid kam gerade. Ja, hier steht auch. Hier steht Zombie, a few seconds. Und Leslie, 30 seconds ago. Im Chat? Happy Birthday, Zombie. Happy Birthday, Leslie und Zombie. Nein, das steht bei mir nicht im Chat, das steht bei mir hier in meinem Tool. Entschuldigung. Ah, okay. So, Moment, ich hab sofort. Hab sofort alle durch. So, okay, damit habe ich alle Twitter-Sachen durch. Jetzt schnell ich hab, hier. Ich habe heute schon sehr, sehr oft gelesen, was Leute Kinder von mir wollen. Ich kann ab sofort von Kindergeld übernehmen. Ja. Mhm. Mhm. Also hier hat gerade niemand Geburtstag. Boah, hast du Bock noch was mit Sexy Time zu haben? Sexy Time, finde ich, ist eine gute Zeit. Okay. Guten Abend, euer Ehren. Ich habe einen Fall für euch. Letztens hat mich die Freundin von einem meiner besten Freunde, mit der ich mich auch gut verstehe, und angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse an einem Dreier hätte. Ihr Freund wäre damit einverstanden. Ich muss sagen, ich finde sie auch echt hübsch. Aber ich habe gesagt, dass ein Dreier vor allem zusammen mit einem meiner besten Freunde nichts für mich ist. Sie hat mich dann ohne das Wissen ihres Freundes nochmal gefragt, ob ich Lust hätte, nur zusammen mit ihr ein bisschen Spaß zu haben. Und die Frage, ist es falsch, mit ihr etwas zu haben, wenn ich absage? Sollte ich ihrem Freund davon erzählen und so das Risiko eingehen, die beiden auseinanderzubringen? Also sagen oder... Ah, das ist eigentlich ist das, die moralische Antwort darauf ist super, super klar, oder? Ja, ist es auch. Ja, ich habe nur ganz oben, ich habe nur den Anfang gelesen mit, yo, Digga, gibt Sexy Time oder so. Ja, aber bescheißen ist kacke, macht man nicht. Ja, aber ganz ehrlich... Fall kurz abschließen einfach. Ja, aber du kannst einen Dreier machen mit deinem besten Freund, klar, why not? Ist vollkommen fein. Ja, das kannst du machen. So. Aber die Antwort ist eigentlich sehr eindeutig. Lass die Wölfe los. Zum Bett fahren. Okay, jetzt habe ich mich entschieden, Martin. Ey, alles gut, der Chat, der ist.
Chat ist sich auch fast einer Meinung. Ein paar Leute sagen zwar mit dem Freund einfach den Freund bangen, aber. Nee. Einfach mit dem Freund bangen. Ja, Teufelsdreier, das müsst ihr selber wissen. Das habe ich mir jetzt hier schon aufgeschrieben. Ah, ja, tut mir leid, weißt du, aber hier sind auch Sachen mit dabei gerade. Muss man ganz ehrlich sagen, wie, yo, pass auf, einer kam in den Betrieb mit Corona, der hat keine Maske aufgehabt und niemand darüber informiert, ist das richtig oder falsch? Wusste er es denn? Ja, er selber wusste, dass er Corona hatte. Was ein Wichser. Ja, genau, denke ich mir auch so. Also, der ging aufs Haus. Ja, wirklich so. Der, also, was ist das? So klar, natürlich von der Penner. Okay, komm, wir brauchen jetzt hier wirklich ein Ding. Ich glaube, ich nehme. Okay. Hallo Richter, Bram und Martin. Hallo. Ich habe vor über 2 Monaten eine Frau kennengelernt, in die ich mich verliebt habe. Wir haben, nachdem wir uns kennengelernt haben, uns fast jeden Tag zum Gassi gehen oder nur zum Chillen gesehen. Wir sind öfters ausgegangen, welches immer ich bezahlt habe und nicht immer ganz willig war. Autokino, Wellnessurlaub in einer Therme, schick essen gehen. Wir haben uns schon geküsst, haben uns gegenseitig gesagt, dass wir starke Gefühle haben und haben schon viel gekuschelt und andere intime Dinge gemacht. Und nach einem kleinen Streit an einem Wochenende hat sie mich dauernd nur noch ignoriert. 2 Wochen mittlerweile. Meine Gefühle sind durcheinander, weil sie meint, eine Auszeit von mir zu wollen. Was soll ich machen? Sie gehen lassen oder auf sie warten? Ich bin seit 2 Jahren Single und sie seit 4 Monaten. Sie wollte sich immer jeden Tag treffen, zum Gassi gehen und so das Daten war nur noch nebenbei. Boah, der Chat, Alter. Ne, ist er richtig politisch am Arsch, oder was? Einfach den Hund klauen. Alter, Leute. Das ist immer noch ein Gerichtssaal. Ja, wirklich. Ort da. Ort da. Mein Gott. Was denkt ihr? Warten. Gehen. Okay, so. Und die letzte Abstimmung. Beisage starten. Was denken? Denken. Die schönen Richter. Warte auf sie. Lass sie gehen. Ich glaube, sie wie eine heiße Kartoffel. Dem Hund die Nase brechen. Mein Gott. Wer von beiden war der Hund? Den Hund wegflanken. Die Mutter vom Hund weg. Alter Vater. Oh. Den Wolf raus. Oh Mann, Alter. Den Hund zum Asiaten einfach. Es wird nicht besser, wenn du da weitermachst. Nein, ich weiß, aber den Hund bei OnlyFans an. Das wird nicht besser. Ja, wir haben ja noch 5 Sekunden. So, okay, wir können hier, ihr seid alle so unreif, ich gehe jetzt Pokémon spielen. Das ist echt so. Möchtest du anfangen? Nein, fahr kurz, ich bin kurz einfach leise. Ich muss mich kurz sammeln. Okay, sammel dich kurz. Oh, schön, ey. Was ich soll anfangen, war das, hieß das dann? Ja, wenn du kannst. Ach so. Also ich kann, ich habe meine Notizen hier vor mir liegen. Oh. Der Fall ist für mich eindeutig. Ja. Ja, die Frau bedeutet einfach Ärger. Wenn nach so kurzer Zeit sowas, sie hat so reagieren lassen, das ist den Stress auf lange Sicht nicht klar, Red Flag, eindeutig. Ich meine, dieses, hey, ich habe viel gezahlt und sowas, das sei noch irgendwie dahingestellt. Aber was eine kleine
Unstimmigkeit gab, zu sagen, oh, aber ich brauche Pause und Nee. Ich habe ja schon im Chat irgendwie gelesen, einer meinte, der Boy hat schon irgendwie zu viel investiert. Das ist einfach so. Er hat in seine Erfahrung investiert, ja. Nicht, ich würde nicht unbedingt Golddigger sagen, aber. Mein Gott. Ich meine, man kann ja so was aufzuwiegen, vor allem in der Kennenlernphase, ist jetzt nicht unbedingt, würde ich halt auch nicht machen. Vor allem nicht, wenn ich es irgendwie anbiete, zu sagen, so, hey, hast du nicht Bock und so. Und für mich ist ja kein Ding. Teure Erfahrung. Ja, das ist aber Lehrgeld. Nee, man muss viel Lehrgeld in seinem Leben bezahlen. Oh ja. Also, eine Sache, die mir wichtig ist, ist A, PS, kam gerade, sie ist eine 10 von 10, ohne zu übertreiben. Ich bin 21 und sie 19. Also, du bist 21, aber du hast das ganze Leben noch vor dir. Aber B, Alter, was mir wichtig ist, hier steht, wir haben starke Gefühle und nach einem kleinen Streit. Und es könnte einfach sein, dass du denkst, das ist ein kleiner Streit, aber die gegenüberliegende Person ist halt ein Riesending und du ihre Gefühle niedergeredet hast. Das ist aber jetzt Assumption. Alter, jetzt habe ich schlechtes Gewissen, ja. Und das machen wir ja nicht. Wichtig ist, natürlich den, also was ich halt cool fand, war zu sagen, Doggystyle mit der Frau, um dem Hund die Dominanz zu zeigen. Nicht mega. Aber, ja, ich finde das auch schwierig. Und ich verstehe auch dieses Golddigger-Ding so ein bisschen. Aber wenn es an einem Streit lag. Nee, ich würde. Also das Golddigger. Warum das Golddigger-Ding? Ja, also ich verstehe das Argument halt so nach dem Motto, okay, ich mache irgendwas. Er hat die Mutter weggeflankt, gleich kleiner Streit, weißt du, wenn sowas halt wäre. Also, ja, okay, also ich gehe jetzt wirklich bei einem kleinen Streit wirklich, dass er, also nicht, dass man Gefühle abspricht und sagt so, hey, was stellst du dich so an? So meine ich gar nicht, aber wenn man halt merkt, okay, das ist jetzt eine Unstimmigkeit zwischen uns beiden, wir sind noch nicht auf den Punkt gekommen, es gibt halt einen Streit und sowas. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er einfach so, die stellt sich jetzt an oder so. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass die einfach das Interesse verloren hat. Okay, die Info kriegst du for free noch. Wir sind eine andere Generation, was? Hier ist 19. Ungelogen, wenn wir Sex bei ihr hatten, hat der Hund zugeschaut. Das ist merkwürdig, aber das geht auch. Ja, das geht auch okay. Ja, das geht auch okay, mein Gott, ey. Streit zwischen zwei Menschen hat eh immer denselben Grund. Ja, aber das wird anders wahrgenommen von jeder Person. Ja. Also, du kannst halt einfach sagen, keine Ahnung. Ach, weiß ich nicht. Die eine Pflanze, die du hast, die ist doch voll hässlich, aber dabei ist das halt die Pflanze von der verstorbenen Mutter. So. Ja. Und du denkst dir halt einfach so, hey, ich hab doch nur die Pflanze. Und, ne? Also, okay, dummes Beispiel, aber also, ihr wisst, was ich meine. Ich wäre tatsächlich in dem Fall bei, da wir erst 2 Wochen sind, wäre ich bei Warte auf sie. 2 Monaten. Was? Nee. 2 Wochen? Dinge gemacht nach einem kleinen Streit. Am Wochenende hat sie mich. Ach, weil sie 2 Wochen nicht gemeldet hat. Genau, 2 Wochen mittlerweile. 2 Wochen mich nicht melden ist für mich eigentlich eine absolute Red Flag. Weil ich bin ein Mensch, wenn ich einen Streit mit jemandem habe, so ja, klare Regel, bevor man ins Bett geht, ist der Streit geklärt. Und wenn man die ganze Scheißnacht wach ist. Ja, da bin ich eigentlich bei dir. Aber ich weiß, aber ich will auch diese Sichtweise nicht immer allen anderen aufdrängen. Tja. Ja, doch. Also 2 Wochen nicht melden geht, also geht halt gar nicht. Spreche aus Erfahrung. Da spreche ich aus Erfahrung. 2 Wochen melden geht nicht. Also, das ist inakzeptabel. Ja, das ist richtig. Jetzt kriegen wir noch gerade die Information. Ich weiß halt nicht, ob sie irgendwelche Probleme hat, weil sie mit ihrem Ex immer wieder Kontakt hat, weil der Stress schiebt. Okay, lass sie droppen, Alter. Sie hat noch... Yeah. Ja, jetzt bin ich bei komplett. Ja. Sorry. Jetzt bin ich bei... Also dafür kannst du nix. Nee, kannst du überhaupt nichts für. Das ist ein ihr Problem. Ja, das ist ein She-Problem, but could be a you-Problem werden. Im schlimmsten Fall. Ja. Im schlimmsten Fall. Also lass sie gehen, ja? Ja. Ja, so, Bailout, Alter. Und jetzt klaue ich den Hund. Bailout. Ja, tut mir leid, aber... Das tut mir auch mega leid, das ist mega scheiße. Date ihren Ex.
Okay. So, du bist jetzt raus, oder? Ich bin jetzt raus. Okay, dann vielen, vielen Dank. Ich habe meine Seite gefüllt. Ich werde sie in Ehren halten. Ich hoffe, ich konnte der richterlichen Staatsgewalt hier auf twitch.tv/speedsmeet einen Dienst erweisen. Das war sehr gut. Dankeschön. Und ja, euch wünsche ich noch viel Spaß. Was steht jetzt noch an? Was macht er jetzt? Ja, ich rufe sofort Jen an. Ah, okay. Geht dort, wird noch Dark Souls gespielt? Ich glaube, ich zocke jetzt sofort noch Dark Souls. Vergiss die Wand nicht. Ich vergesse die Wand nicht. Und ansonsten, vielen lieben Dank, Chat. Hat mich sehr gefreut, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr ernste Fälle des Lebens behandelt. Ja. Ich hoffe, wir konnten allen ein bisschen damit weiterhelfen, beziehungsweise haben im besten Gewissen für sie entschieden oder so. Ja, finde ich auch. Alles klar. Dann vielen Dank. Screenwechsel. Viel Spaß euch noch. Tschüss. Tschüss. So. Und wir. Der Kaya! Dankeschön für den Raid. Alter, Vater. Jo, moin. Der Moment, da muss kurz weg. Das ist ja hier jetzt 10 von 10 Kacke, was da so testbildmäßig am Start ist. So, da. Das war lustig. Auf jeden Fall, Kaya, vielen, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war mit Judge Bram für heute. Ah. Asmugel habe ich schon zum Geburtstag gratuliert. Das ist schon erledigt. Oh, so. So, was machen wir jetzt heute noch? Also, Jen anrufen. Jetzt als erstes. Was wollte ich nochmal Jen sagen? Was wollen wir nochmal machen? Alter, Vogel des Jahres. Stimmt, ob sie mir Sonja geben könnte und ich müsste ihr was erzählen über den Vogel des Jahres. Wichtige Informationen. Sag, du bist schwanger. So. Ja, gib mir mal ganz kurz. Gib mir alle wichtigen Informationen zum Vogel des Jahres 2023. So, da haben wir die sofort. Ich weiß nicht, überzeugt, dass ich ein Wolf bin. Okay. Geil, Alter. Dann rufe ich jetzt Jen an. Und dann kriegen wir das hin. Diese 30 Minuten schlechte Witze vor. So, los geht es. Okay. Kurz ausmachen. Hallo Jen, du, pass auf, ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Was denn? Ja, könntest du mir ganz kurz Sonja geben? Ich habe ein paar Infos für die. Ja, nee, also jetzt, ist sie nicht bei dir? Nein. Achso, ich dachte, die wäre bei dir. Nein. Nee, wir hatten das jetzt so irgendwie auf Instagram verfolgt, dass ich dachte, du wärst jetzt gerade mit der zusammen und mit Toro. Achso, okay. Ja, pass auf, aber dann erzähle ich es dir einfach. Wusstest du eigentlich, dass der Vogel des Jahres 2023 ein Braunkehlchen ist? Ein Braunkehlchen? Ja. Wow, ist der braun? Ja, der ist braun und der ist mit 43% bei der öffentlichen Online-Wahl zum Vogel des Jahres gewählt worden. Oh mein Gott, krass. Ja, das ist krass, oder? Ja, hätte ich nicht gedacht. Also, geil. Ja, und er lebt hier vor allem im Osten und Norden Deutschlands auf artenreichen Wiesen, auf Magerrasen und auf moorigen Gebieten. Sag mal, wo zum Fick bist du eigentlich gerade? Gerne. Ja, wir sind in irgendeiner Bar. Achso, okay. Dann möchte ich dir noch zu guter Letzt sagen, das Braunkehlchen ist in Deutschland stark gefährdet auf der Kategorie 2 und steht auf der roten Liste der Brutvögel, ja? Der Hauptgrund dafür ist der Verlust seines Lebensraums durch die intensivierte Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht.
Ja, ich weiß. Und ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen besser darüber informiert wurdest. Endlich habe ich ein bisschen Allgemeinwissen. Dankeschön. Ja, sehr gut. Ja, es wäre voll nett, wenn du die Informationen noch halt Sonja und Toro geben könntest. Okay, Braunkehlchen Nummer 2. Genau. Ja. Dann war. Mach ich. Tschüss. Tschüss. So, Chat. Brech dem Vogel die Nase. So, sehr gut, haben wir gemacht. Schön. Sehr gut. Fehlt nur noch, ja, am Ende die 30 Minuten schlechten Witze. Das machen wir aber später. Da habe ich jetzt gerade noch keinen Bock zu. So. Jetzt. Jetzt fehlt nur noch die schlechten, genau, nur noch die schlechten Witze, wa? Mittwoch 0.30 Uhr in der Bar, jetzt einfach geschafft. Ja, ist wirklich so, wa? Ist legit so. Naja, machst du nix. So, also, die Frage, die ich hier spiele. Spielen wir Dark Souls weiter? Würde ich mich sehen? Es ist mittlerweile 12:30. Wir könnten noch Oxygen oder Captain of Industry spielen. Mecha Bellum sehe ich mich gerade, wenn ich echt bin, jetzt nicht. Aber so in die Richtung kann es gerne gehen. Rocket League nicht, weil ist keiner da. Alleine möchte ich es nicht spielen.